Hallo, ich begrüße euch zu diesem Livestream. Heute, wie immer, am Dienstagabend. Euch allen ein super gutes neues Jahr. Und natürlich bin ich nicht allein am Start, sondern der Oliver ist mit dabei. Hi, Oliver. Schönen guten Abend, Markus. Hallo Leute. Markus, direkt eine Frage. Wie ist das Wetter in Berlin? Wir haben Schnee. Wir haben Ja. richtig Schnee. Es ist so ein bisschen Plusgrade, aber es hat heute Nacht geschneit und war richtig mit Autofreiräumen. Und draußen in Brandenburg ist natürlich ein bisschen mehr Okay. Schnee als hier in der Stadt und ganz schön winterlich. Ja, ich sitze ja hier im warmen Lanzarote, wie man sieht, ne, am Hintergrund. Ja. Und deswegen, also da habe ich natürlich Mitleid mit Berlin. Das tut mir wirklich sehr leid. Ja. Ich weiß gar Ist nicht, hart, vielleicht ne? könnt ihr mal in den Chat schreiben, aus welchem Grund Oliver in Lanzarote ist, was das für eine Bewandtnis mit sich bringt. Das wird uns mal interessieren, inwieweit ihr da auf dem Laufenden seid, was die Gerüchteküche anbelangt. Und ich habe noch eine Frage, Markus, wo ist dein Raw Evangelist Hoodie? Warum ist er heute nicht am Start? Weil heute eine ganz seriöse Sendung ist, ein Okay. ganz seriöser Livestream. Gut. Und Okay. deswegen, Also wir hören jetzt auf zu lachen und so, jetzt mal ganz seriös. Okay. so Haltung. ist es. Ne? Ja, sehr gut. Und das einzig Unseriöse heute auf meinem Tisch, das ist, warte mal, das ist die Kamera 3, das ist ein Wildrox-Objektiv. Aber sonst ist alles ganz seriös heute. Ich klinge metallisch, wird gesagt. Ja. Aber das hatten wir vorher auch schon und das ist Ja, können wir noch irgendwie. mal einmal den Test machen? Ich klopfe noch mal hier drauf, dass wir wirklich das richtige Mikrofon haben. Ja. Es Könnt raschelt. ihr sagen, ob das Mikrofon geklopft hat? Ja, das hat geklopft. Also ich habe es genau gehört. Okay. Rückhall bei mir. Rückhall. Ja, der Jetzt ist es noch Martin schlimmer. hat es richtig erkannt. Du bist an dem auf dem Influencer-Event in Lanzarote. Deswegen ist der Ton so schlecht. Aber deswegen Markus, ist der Ton. sollen wir umsteigen auf. Sollen wir direkt umsteigen? Was meinst du? Machen wir. Jetzt sagen Sie, jetzt wird es besser. Also, ich sehe mir gerade die Statistiken an und das ist eine heftige Bitrate, die hier hochgeht. Das ist wirklich kurios, was das schon wieder ist. Also. Jetzt wird es besser. Okay, wir versuchen es mal, wenn es beim nächsten Mal schlechter wird. Bitte schreit uns im Chat die Hucke voll. Dann steigen wir um auf das andere Tool, würde ich sagen. Die Frage ist, ob du irgendwas machen kannst, um sozusagen nochmal deinen Audiotreiber zu starten. Aber ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber ich meine naive. Ja, ich kann mal einmal Kamera aus, Ja. Mikro aus. Jetzt ist gerade schon besser. Das ist natürlich auch ein bisschen unfair, weil natürlich die Technik natürlich so ist, dass ich natürlich hier direkt mit meiner Z62 hier streame. Denk an das Agreement, Markus, ne? Oh, Bitte. wow, Vorsicht jetzt. ja. Vorsicht. Ja. Aber ich darf sie nur nicht zeigen und ich darf keine Specs verraten. Aber du darfst schon sagen, dass die Z63 heißt, okay? Also ich darf das nicht. Mir wurde das verboten. Ja, ich lese die NDAs immer nicht so genau. Ah, okay, so ist das. Ja, Ja. gut. Der Martin fragt, ob ich den Fro gesehen habe. Ja, den habe ich gerade schon kurz gesehen. Den habe ich gerade in den Pool geschubst. Ja, wir machen uns ein bisschen lustig Genau. darüber.
Genau. Also ich sitze natürlich in meinem Keller nach wie vor, nicht in Lanzarote. Ich habe keine Z6-3 hier. Markus hat auch keine Z6-3, wenn ich das so vermuten darf. Aber wir sind natürlich neugierig drauf, wann sie kommt und wann man davon erfährt. Dafür haben wir einen Mega-Hall bei deinem Audio. Der ist jetzt noch mal eine Nummer härter als eben. Was ist das denn? Ich klopfe jetzt noch einmal hier drauf, ja? Könnt ihr mal im Chat auch sagen, ob das wirklich hier ge... Kann das sein, dass du im Moment zwei Mikros anhast? Nee. Okay. Nee, haben wir nicht. Ziemlichen Hall. Ja, es ist eigentlich schön, ne? Da müsste es halt nur singen dann, damit das zu dem Hall passt. Ich kann nicht singen, ich bin schon aus dem Schulchor geflogen, wegen meiner schlechten Stimme. Traumatisches Erlebnis. Und dann habe ich trotzdem eine Kirchenmusikerin geheiratet. Ja, okay. Markus, lass uns umsteigen auf das andere Tool. So machen wir das. Wir müssen den VDO aber hier offen lassen, sonst höre ich dich nicht. Okay, ja. Jupp. So machen wir das. Wir nehmen euch jetzt mal live, wir lassen es mal voll live laufen, ja? Das ist jetzt einfach real. Und zwar stöpsel ich jetzt den Oliver per HDMI. Ich habe leider keine Handkamera. Den stöpsel ich jetzt um hier auf einen HDMI-Output der YOLO-Box. Und schon ist Oliver sichtbar auf der YOLO-Box. Und ich muss jetzt nur noch hier ein paar, paar Einstellungen vornehmen, Programm out. Ja, dann haben wir Oliver gleich auf der YOLO-Box. Ich habe auch mal gerade OBS 9 gestartet, weil ich das Gefühl habe, dass es jetzt im Browser von dem YOLO-Dingen hier ruckelt. Und erstaunlicherweise ist heute die YOLO-Box sehr scharf. Ruckel ich? Könnt ihr mal hier was dazu sagen? Ich hampel mal hier rum. Ruckel ich oder ist das flüssig? Du bist top. Gut. Was sagt der Chat? Bin ich top? Hört man mich? Audio super. Kommt es hier raus? Klingt es gut? Mach mal, klatsch noch einmal. Ja, da haben wir so ein bisschen, warte mal, Audio war zu schnell. Gucke ich mal kurz, ob ich ein ganz bisschen... nee, ich muss Audio eher schneller. Okay, wir lassen das so. Ich glaube, das geht in Ordnung. Chat, was sagt ihr? Wie schaut's aus? Top, im Moment alles bestens. Gut. Ach, cool. Wunderbar, wunderbar. Ja, also wir waren bei Lanzarote, Oliver. Da ist natürlich ein kleiner Schmerz dahinter. Ne? Das müssen wir schon sagen. Ja, dass wir nicht eingeladen wurden, meinst du? Mit Fro zusammen und wer auch immer da alles ist. Ja. Ja, Markus, da sind wir noch nicht groß genug für. Müssen wir noch groß werden. Und eigentlich haben wir das gar nicht in der Hand. Also wir können nur den Content machen. Es habt ihr in der Hand. Und ich habe ja schon in meinem letzten Video habe ich ja schon mit Erpressung gearbeitet und habe gesagt, Leute, 500 Kommentare, dann gibt es das nächste Video. Hat natürlich auch Kritik gegeben. Und ich werde nochmal ein Video machen über den YouTube-Algorithmus, wie das so funktioniert und warum wir manchmal so komische Sachen machen. Mhm. Im Moment ist YouTube aber auch sehr merkwürdig. Also gefühlt habe ich das, läuft alles deutlich schlechter und schleppender an und weiter und so weiter. Also mein Video von der vom Loop Deck, das ist wirklich komplett eingebrochen. Mhm. Nach einem Tag oder nach zwei Tagen komplett. Da geht auch gar nichts mehr. Also das habe ich auch so noch nicht erlebt. Mhm. Und auch jetzt das Video von heute ist so mittelprächtig gestartet, obwohl ich behaupte, dass ich ein... Ich
will jetzt nicht sagen Clickbait-Titel gemacht habe, zumindest einen etwas sensationserhaschenderen Titel gewählt habe. Oder Thumb. Ja, vielleicht ist gerade nicht so die Zeit für YouTube. Entweder haben die was umgestellt oder die Leute sind anders interessiert oder machen generell andere Sachen. Schwer zu sagen. Ja. Aber gut, müssen wir uns nicht von beirren lassen. Nein, ich stelle so ein bisschen fest, es gab relativ viel Reichweite zwischen Weihnachten und Neujahr um die Feiertage. Und ich habe das Gefühl, im Moment ist so eine gewisse Übersättigung. Die Menschen starten ihr neues Jahr. Und ich denke mal, zu Ostern ist dann wieder ein bisschen mal Luft holen angesagt und ein bisschen sich berieseln lassen. Wobei es dann natürlich schon wieder so ein bisschen Richtung schönes Wetter geht. Die Leute sind mehr draußen. Aber gut, ich meine, wir werden sehen. Mal gucken. Also ich habe trotzdem Ostern immer eigentlich die größte Reichweite. Das macht absolut Sinn für mich zumindest, ein paar Videos so in Ostern, auf Ostern zu positionieren. Okay, gut zu wissen. Das habe ich noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich mache ja auch Weihnachten nie was. Wenn ich dein letztes Video macht ja echt Appetit. Also das ist ja super schön. Und dieses Behind the Scenes ist extrem unterhaltsam. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, beim Oliver auf dem Kanal. Ja, danke schön. Ja, war mal was anderes. Hat mal Bock gemacht, so ein bisschen. Also kommen ja noch zwei Teile davon. Einfach mal so ein bisschen so, was so zwischendurch passiert, ne? Wo man halt nicht die große Kamera in der Hand hat, sondern einfach mal eben so das Handy, wenn man gerade irgendwo was im Auto rumkramt oder sowas. Das ist dann irgendwie einfacher gefühlt. Und ich wollte gerade was Fragen sagen. Jetzt habe ich es ver... Achso, genau. Ich wollte auf ein paar Kommentare eingehen. Genau. Der Frank sagt, das Loopdeck wäre zu oft auf anderen Kanälen gelaufen. Das kann natürlich sein, also sicherlich sogar. Trotzdem wundert mich, dass es halt bei mir so abrupt eingebrochen ist. Also, dass es halt nicht so gut läuft. Okay, aber es ist halt... Plötzlich war es komplett weg. Ja. Dann der Remo Hirsinger. Was dürft ihr beide über Lanzarote sagen? Wir dürfen sagen, das, was wir bei den Rumors lesen, weil mehr wissen wir auch nicht. Also, dass es aktuell ein Influencer-Event gibt auf Lanzarote, es sind die Rumors, wo die Z6-3 möglicherweise vorgestellt wird. Da ist der Jared Polen da, da sind der ist der andere, den ich gesehen habe. Da sind ein paar Leute da auf jeden Fall. Und im letzten Jahr war das Ganze auf Madeira für die Z8, genau. Also vermutet man, dass da jetzt die Z6-3 vorgestellt wird, zumindest in einem erlauchten Kreis von großen Leuten oder bekannten Leuten und die dann schon mal ein bisschen Content produzieren, was dann zum Release veröffentlicht wird. So. Vielleicht sollen wir noch mal ganz klar sagen, dass wir sozusagen das Einzige, unser Status, einfach nochmal was zu unserem Status sagen. Unser Status ist kein anderer bei Nikon als ein normaler Profifotograf, eine normale Profifotografin, die Zugriff haben auf Leihmaterialien von Nikon. Und wir haben sonst keine Privilegien. Ja, wir können uns mal Material ausleihen. Die Ausleihzeiten sind extrem kurz. Na, das ist ein Sklavenjob in der kurzen Zeit, um Content zu produzieren. Und das ist es auch. Na, wir kriegen weder Informationen im Voraus, noch kriegen wir irgendwelche Technik, dass wir die schon mal vorher beschnuppern können. Genau. Korrekt. So ist es. Also, Fuji, Canon, Sony, ne? Get in touch. Wir warten auf eure E-Mail. Dann müssen wir das Format hier aber umnennen, Markus. Dann müssen wir das umnennen von Nikon Talk auf Canon, Fuji, Sony und alle anderen Talk. Das kriegen wir hin. Ja, es sollte das kleinste Problem sein. Ja, ja. So, ich habe jetzt gerade auch noch mal so ein bisschen, der Martin schreibt, er hat den Eindruck, dass Videos an Feiertagen wie Ostern und Weihnachten
überdurchschnittlich viele Aufrufe bekommen. Ja, das, den Eindruck habe ich jetzt mittlerweile auch, wenn ich mir gucke, was Klaus zum Beispiel so alles produziert hat über die Feiertage. Der hat ja jeden Tag ein Video. Ich bin da, ja, vielleicht bin ich da auch einfach nicht, wie sagt man, clever genug, sowas zu machen. Aber ich denke mir immer, Weihnachten, da sind die Leute doch mit der Familie beschäftigt und da guckt doch keiner so Videos. Und ich habe auch irgendwie keine Lust, mich dann darum zu kümmern, wenn ich ehrlich bin, dass die Videos laufen, die zu bewerben. Das muss ja dann auch alles machen. Also für mich ist Weihnachten halt auch immer so ein bisschen so eine Zäsur, wo ich dann nicht irgendwie die ganze Zeit noch Material irgendwie hochladen, kontrollieren möchte, Kommentare beantworten möchte und so weiter, zumindest in der Form, wie es sonst ist. Aber ist vielleicht blöd gedacht, ne? Vielleicht sollte ich das auch machen. Ja, oder was im Voraus auf Halde produzieren und dann einfach starten, sodass du sozusagen nur noch, ich meine, man muss immer mal in die Kommentare schauen, da gibt es ja manchmal ein paar Dinge, die möchte man auch nicht den Followern zumuten. Wir sind da ja schon ein bisschen abgebrüht, also da ist immer so ein bisschen ein Betreuungsaufwand da und ihr wollt natürlich auch Feedback auf die Kommentare, aber das wäre, denke ich, so die Alternative. Ja, das stimmt. Sollen wir mal in den Inhalt gehen? Ja, wir gehen mal in den Inhalt. Was ist denn letztes Jahr so gegangen bei Nikon? Markus, ja, das finde ich ja. Ich habe ein bisschen was zur Technik, also zu den Objektiven und den Kameras rausgesucht. Und du hast ein bisschen was, glaube ich, zu den Zahlen rausgesucht, ne? Weil, und die ketzerische Überschrift Phönix aus der Asche oder sterbender Riese ist dann so ein bisschen die Frage. Hat Nikon die Kurve gekriegt? Oder nicht? Was ist so deine Einschätzung da? Also es gab ja vor 2-3 Jahren, gab es ja durchaus Berichte, auch gerade bei großen YouTubern, die eigentlich schon das Ende von Nikon einläuten wollten. Und ja, 2023, zumindest was den japanischen Markt anbelangt, aber ich gehe davon aus, dass sich das auch weltweit so abbildet, hat Nikon die meistverkaufteste Kamera in dem ganzen Ranking und das meistverkaufteste Objektiv. Und ich glaube, bei der Kamera, das könnt ihr wahrscheinlich schon erraten, aber das Objektiv ist wirklich interessant. Also das ist absolut gerechtfertigt, aber das Spannende ist, das ist ein Objektiv, was es auch schon länger auf dem Markt gibt, was es auch schon 2 Jahre gibt. Und das Objektiv hat sozusagen die Verkaufsrekorde geschlagen im Jahr 2023. Und das ist natürlich etwas, was sensationell ist, weil was die Marktanteile anbelangt, insbesondere bei den spiegellosen Kameras, hinkt Nikon ja immer noch relativ stark hinterher. Da ist Sony führend, dann kommt Canon. Ich glaube, da kommt sogar zwischendrin Fuji und dann kommt erst Nikon. Aber das sind so ganz interessante Tendenzen. Ich glaube, wir brauchen unsere Zuschauer nicht länger auf die Folter spannen. Also bei der Kamera ist es natürlich die Z8. Wen wundert es? Beim Objektiv, schreibt doch mal in die Kommentare, welches Objektiv es ist. Und an dritter Stelle, das finde ich nochmal ganz spannend, ist ein Objektiv, was wir jetzt kürzlich im Herbst getestet haben. Aus diesen, aus der Reihe der Supertele-Objektive ist ein Objektiv der Verkaufsschlager. Und wenn ihr meine Videos geguckt habt, also ist auch ein Objektiv, auf das ich trotz Kritik umsteigen werde. Das ist auch ein Objektiv, was immer wieder in den Chats und in den Kommentaren genannt wird. Also es ist, glaube ich, so das meist besprochenste Objektiv, habe ich das Gefühl, was ich so lese. Jeder, will nicht sagen, jeder hat das, aber viele haben das, viele wollen sich es kaufen, viele haben sich oder ne, interessieren sich dafür. Also für Platz 3. Und Platz 1 ist ein Objektiv, das kam, glaube ich, im März 2022 raus. Ich habe es gekauft im August 2022. Hab's seitdem, liebe ich es, ist mein absolut meistgenutztes Objektiv. Hab's, also würde ich nicht mehr hergeben. Und dass das dann ein Jahr später nochmal das erfolgreichste Objektiv des Jahres wurde, finde ich
finde ich beeindruckend, muss ich sagen. Aber es wurde natürlich, vielleicht muss man das dazu sagen, es wurde auch mit der Z8, glaube ich, als Bundle verkauft, ne? Als Kit. Als Kit-Objektiv, wenn man das so sagen kann, ja, genau. Ich glaube, das haben auch einige gemacht. Einige haben sich die Z8 nicht nur den Buddy geholt, sondern halt auch dieses Kit. Und wir beide haben das Objektiv. Und ich glaube, es ist sogar schon im Februar 22 erschienen. Auf alle Fälle habe ich es schon sehr, sehr früh gehabt und auch gleich zu Beginn mir geholt. Und ich würde sagen, ich habe es schon so im Februar, März habe ich schon gehabt. Und aber egal. Aber der Chat hat auch schon einen. Ja, sorry. Und ich muss direkt mal an meine Aufrufzahlen von meinen Videos gucken, weil ich habe natürlich zu dem Objektiv ein Review gemacht. Und bei dem Teleobjektiv, bei dem Super-Teleobjektiv, da, ich habe ja so einen Vergleich und dann alle einzeln dazu nochmal Videos gemacht. Und das ist das Objektiv, was die meisten Aufrufzahlen hat, neben dem Video, wo ich den Gesamtüberblick gebe über die Nikon Super-Teleobjektive. Ja. Aber der Chat hat schon ein ganz gutes Gespür. Das haben schon einige Leute richtig gesagt. Es ist das 24-120 F4, das meistverkaufteste. Das auf Platz 3, was letztes Jahr im Herbst rauskam oder im Sommer, hat aber noch keiner hier genannt. Ja. Interessant. Interessant. Und der Andreas Pott als YouTube-Kollege, der ist natürlich auch gut informiert. Das wundert uns nicht. Und der Padawan, der ist ja leider in einem anderen Lager, aber er versucht zumindest reichweitenstark sich offen zu halten. Genau. Der greift aus allen Lagern die Likes und Abos ab. Das ist ein ganz gewiefter Kollege, der Padawan. Genau. Und der Klaus, der befeuert das immer so ein bisschen. Sehr geschickt. Vielleicht an der Stelle mal eine kurze Werbung für den Andreas Pott. Du sagtest gerade schon, YouTube-Kollege, wer es noch nicht mitbekommen hat, der Andreas Pott hat auch einen YouTube-Kanal gestartet, sind auch schon die ersten Videos da. Also ich denke, der könnte auch noch den einen oder anderen Abonnenten vertragen. Geht also mal da gerne zu ihm rüber und lasst mal ein bisschen Liebe, Likes, Kommentare, Abos, Druck da. Druck, dass regelmäßig Videos kommen. Ja. Er hat aber schon gesagt, er versucht, jede Woche eins zu machen. Tretet ihn in Kommentaren in den Hintern, wenn mal keins kommt. Und ich muss mal kurz gucken. Der Martin, der fragt sozusagen das 24-120 oder das 35-150. Und ich mache mal eine kleine Umschaltung hier in der Kamera. Das ist jetzt das 35-150 von Tamron. Und die Objektive sind beide gut. Das Nikon 24-120 ist deutlich leichter, kompakter, aber dafür nicht so lichtstark. Und das Tamron hat auch eine sehr, sehr gute Bildqualität. Und das Tamron ist wieder eben lichtstärker und hat ein bisschen einen anderen Brennweitenakzent. Das Tamron ist das universellere, auch gut für Porträts geeignet, wenn du lichtstark arbeiten möchtest und wenn es dir auf Mobilität ankommt, dann würde ich das 24-120 nehmen. Wie siehst du das? Ja, ich bin kein Freund von diesem 35 bis 150 Brennweitenbereich, bin ich ganz ehrlich. 2,8 hin oder her, aber das ist. Es ist also für mich einfach kein Objektiv. Das ist aber eine reine Entscheidung, weil ich halt Landschaftsfotograf bin und da kommt es auf Packmaß an und 35 reicht mir nicht, mir reicht 24 oft schon nicht. Deswegen müsste ich da so oft Objektive wechseln, deswegen ist es für mich halt nicht so interessant. Ich halte halt nach wie vor, das ist halt was für People, Sport, Konzert, für sowas ist es perfekt. Qualitativ sicherlich auch sehr, sehr gut, aber halt nicht so versatil für Reise.
Bei mir ist es mittlerweile an der Z9 das Objektiv, was am meisten drauf ist. Aber einfach aus Faulheit, damit kann ich produzieren, wenn ich hier zum Beispiel bei meinen Synology Disk Station, wenn ich da B-Roll produziere, mache ich alles mit dem Objektiv. Ja, das glaube ich. Super das Lichtstärke, super Brennweite, das steht hier auf dem Stativ, manchmal tagelang. Und auch sonst, wenn ich so Produktionen habe, insbesondere auch Videoproduktionen, offenblendig, Freistellung, universell, Gegebenheiten vor Ort sind unterschiedlich. Egal, mit dem Objektiv habe ich nicht viel zu schleppen und nicht viel, ist nicht viel los. Also ich würde es auch nicht mitnehmen auf eine Reise, sage ich ganz ehrlich, da würde ich genauso agieren. Und auch zur Architekturfotografie, Reisefotografie würde ich immer das 24-120 nehmen. Und dann bin ich auch in der komfortablen Situation, das von Tamron noch leihweise zur Verfügung zu haben und das andere selbst zu besitzen. Ich denke, ich werde mir das auch mal von Tamron ausleihen. Ja. Mal gucken, was man damit so machen kann. Irgendwann mal. Wenn ein bisschen Ruhe da ist und wenn ich einen Einsatzzweck dafür auch sehe. So einfach jetzt nur blind zum Ausprobieren. Wenn, müsste es irgendwas geben, wo ich sage, da könnte man das gut für verwenden. Genau. Wir können ja mal ein bisschen in die Optik reingehen. Ich darf dir noch einen Satz dazu sagen. Ich finde ja immer, irgendwelche kopfgesteuerten Dinge sind immer sehr schwer zu sagen. Aber angenommen, wir würden uns in 14 Tagen treffen. Da zuckt es so bei mir. Da sage ich so, Oliver, also wenn wir uns treffen würden, dann würde ich sagen, Oliver, ich bringe dir das mit. Ich kann dir das ja mal ausleihen. Und das habe ich nicht hingekriegt. Ja. Weil ich sage, scheiße, ich will auf das Objektiv nicht verzichten. Ja. Tja. Also ich würde es ja trotzdem leihen, es gibt Alternativen, aber ich habe mich so an das Ding gewöhnt. Also es hat für mich hat das regelrecht Suchtpotenzial. Okay. Tja, dann muss ich mal, falls wir uns in 14 Tagen treffen sollten, was ich nicht weiß, wieso du darauf kommst. Ich weiß auch nicht, aber es war jetzt mal so ein Kopf. Müsste ich dir das dann einfach mal heimlich entwenden. Ja. Also, keine Ahnung. So, bevor es jetzt hier noch albern wird, gehen wir doch mal Richtung Objektive des letzten Jahres, die neu rauskamen. Ja. 26 F28. Hast du Erfahrung damit? Nein. Nein. Interessant. Ich auch nicht. Aber ich kenne das 28-28. Das kennst du ja, glaube ich, auch. Ja, das kenne ich, aber das habe ich noch nicht in den Händen gehabt. Ah nee, du hast nur das 40er, ne? Das 40er 2.0 aus dieser Serie. Ja, ja, okay. Ja. 26-28 würde mich schon mal reizen, aber ist mir schlicht zu teuer, bin ich ganz ehrlich. Aber das wäre so ein Objektiv, wo ich sagen würde, wenn mir das jemand schenkt, würde ich das, glaube ich, mit in den Rucksack noch packen. Ja, ich würde es erstmal testen. Mhm. Also ich habe ja das 24-17DX Objektiv und das 28-28 und das 40-20 in der Serie. Und leist dir aus. Ich bin super gespannt, was du dazu sagst. Ja, könnte ich mir auf die Liste packen, mache ich mal. Kommen wir doch mal dann direkt zum 24-17. Das ist auch letztens herausgekommen. Habe ich auch keine Erfahrung mit, bist du aber, glaube ich, ein großer Fan von, ne? Großer Fan davon, bis auf die relativ starke Vignettierung, aber das ist immer das absolut geringste Übel. Und ein paar, wenn es richtig knallt, das Licht, dann ein paar chromatische Aberrationen, ist das Objektiv super. Und das ist mein zweithäufigst genutztes Objektiv momentan. Mhm. An der Z30 und weil das ist super kompakt und das hat echt eine geile Bildqualität. Aber für Video, ne?
für Video. Aber ich habe es auch Foto getestet und im Fotobereich auch super. Universelles Street-Objektiv. Ihr könnt euch ja den Test auf meinem Kanal anschauen. Der ist ganz frisch dazu. Ja. Lange vor mir hergeschoben, aber habe es jetzt wirklich schon lange im Einsatz und kann wirklich viel dazu sagen. Und habe es auch verglichen mit dem neuen Wiltrox-Objektiv 27-1.2, was ja auch eine super gute Bildqualität hat. Aber das Nikon ist in der Mitte vielleicht sogar noch ein Tick schärfer. Und das Wiltrox überzeugt nur mit einer sehr, sehr guten Randschärfe und natürlich mit einem Tick noch mehr Lichtstärke. Wobei, so viel ist das gar nicht, weil dafür hat das 1.7, 1.2, das nimmt sich nicht so viel. Vor allen Dingen, es liegt auch, also es trägt nicht viel auf, ne? Wenn man sich das so anguckt mit der Z30. Das ist halt wirklich eine schöne, kompakte Kombi. Ja. Ich habe ja das 12-28er. Ich weiß nicht, ob man das hier mit der Z30 sieht. Ja, wenn man das jetzt miteinander vergleicht, die geben sich ja auch nicht so wirklich viel. Ist ein bisschen voluminöser. Aber ist auch ein gutes Objektiv, wirklich. Ja. Gerade zum Filmen oder für Landschaftsfotografie, muss ich sagen, gefällt mir auch. Auch Preis-Leistung ist da, wenn sich jetzt mal hier den Preis anguckt, ne, 340 Euro. Kriegt man gebraucht sicherlich deutlich unter 300. Ist natürlich nicht super lichtstark, aber stabilisiert. Abbildungsleistung stabilisiert und Abbildungsleistung ist halt top. Also, was heißt top? Ist jetzt nicht Referenz, aber wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Also auch ein Objektiv, wo ich sagen würde, schön, dass sie das rausgebracht haben für DX. Auch zum Vloggen oder so. Ich hatte ja ein Video gemacht, wo ich das beim Vloggen ausgetestet habe mit der Z30, geht gut. Stellt natürlich nicht so frei halt wie ein Vollformat 1.8er Objektiv, aber es geht gut. Ja, leider, aber ein Tod muss man sterben. Genau. In dann diesem, kam letztes, ja. In diesem kompakten Bereich, in diesem super kompakten Nikon DX-Bereich. Ja. Dann kam letztes Jahr dieser Klopper raus. 85-1.2. Ich glaube, der Klaus hat es. Mhm. Hast du es getestet? Nein, noch nicht. Ist so ein, will man haben, aber will man nicht bezahlen, Objektiv. Das sage ich jetzt mal. Man ist halt wirklich Hardcore-Porträt-Bokeh-Junkie. Ja. Ja. Ist, glaube ich, wirklich auch eines der absoluten Top-Teile, Top-Dinger, Top-Objektive. Aber es ist ein Klopper. Mhm. Gucken wir mal, was wir an der Kamera hier haben. Also wenn man sich überlegt, ne, das ist die Z9, was das da nochmal für ein Oschi da vorne ist. Ja. Aber hallo. Nicht ohne. Aber hallo. Aber halt bokeh-mäßig natürlich fein. So, dann kam raus das 180-600, wo wir gerade beim Thema Klopper sind. Das auch so ein Preis-Leistungsknaller ist eigentlich, ne? 2000 Euro Listenpreis. Ich glaube, da wird's, ich weiß nicht, ob es jetzt schon im Angebot gibt, aber das wird es ja sicherlich in Kürze für 1600 geben. Und die Qualität ist ja auch, wir haben es ja getestet in DAR oder auf dem DARS. Ja. Die Qualität ist ja wirklich sehr, sehr gut. Kann man ja gar nichts gegen sagen. Und in Japan das dritthäufigst verkaufteste Objektiv. Das haben wir ja noch nicht aufgelöst. Ja, stimmt. Richtig. Das ist es. Ja. Es ist halt nur unhandlich. Also das ist mein großer Kritikpunkt daran. Man sieht es ja schon, was für ein Gerät es ist. An der Z8, es ist... Und es ist ja nicht nur die Handlichkeit, also nicht nur die Größe, die schiere Größe, sondern es ist ja auch das Gewicht und die Gewichtsverlagerung. Das heißt, das ist ja sehr kopflastig, im Unterschied zu diesen anderen Objektiven, da kommen wir gleich noch zu, die wirklich ja hier den Schwerpunkt haben und sich dadurch sehr gut halten, ist das ja wirklich, hat das ja den Hauptschwerpunkt so in dem Bereich und dadurch ist es an der Kamera so ein bisschen unspaßig, zumindest wenn man da mit Handheld rumläuft. Ja. Aber
Abbildungsleistung auch fein. Wirklich fein. Auf allen Brennweiten eigentlich. Ja, und ich würde jetzt halt mal so behaupten, dass das halt schon ein Objektiv ist. Ja, die Wildlife-Spezialistinnen und Spezialisten, ganz klar, die können ja auch in ein anderes Objektiv investieren. Aber für viele andere ist ja so eine Brennweite, mit so eine hohe Brennweite, mal eine Gelegenheitslinse. Und deswegen kann ich das verstehen, wenn da viele nicht so viel Geld ausgeben, aber sich das sozusagen gönnen, mal einen schönen Wildlife-Trip zu machen. Was ein bisschen schmerzt, das ist, und deswegen hast du ja das 100 bis 400, das ist halt das ist schon auch in der Landschaftsfotografie, in der Reisefotografie immer mal wieder Gelegenheiten gibt, wo es natürlich toll ist, ein bisschen größeres Tele mit dabei zu haben. Und da ist es natürlich wirklich sehr ungeeignet aufgrund der Größe und des Gewichts. Ja, im Rucksack braucht es schon sehr, sehr viel Platz. Und es fehlt halt auch dieser Bereich von 120 bis 180, ne? Der ist halt da auch nicht dann abgedeckt. Nein, ich möchte jetzt kein Update. Danke, Freunde. Zum Thema günstiges Objektiv, in Anführungsstrichen. 70 bis 180 2.8 als Alternative zum 70-200er. Ja. Hast du es getestet? Nein. Ist noch offen. Wollen wir nochmal machen, ne? Wollen wir mal machen. Wollte ich auch mal machen, diese ganzen von Tamron gebauten Objektive, die Nikon-Brand haben. Also vermutlich von Tamron gebaut. Na, ist nicht vermutlich. Tamron hat mir das offiziell bestätigt. Okay, alles klar. Es hat ja auch die Tamron-typische, den Tamron-typischen Objektivdurchmesser von 67 Zentimeter, Millimeter. Ja. Das macht Tamron ja wirklich gut, dass die alle Objektive weitestgehend den gleichen Durchmesser vorne haben. Ja. Kurze Gedenkminute Nikon, dass Fremdobjektive hier zum Einsatz kommen, dass hier eine größere Bandbreite an Objektiven zur Verfügung gestellt wird. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr positive Sache. Weil wenn wir jetzt sozusagen die in den 23 erschienenen Objektive anschauen von Nikon, im Prinzip sind es ja mehr Objektive, weil auch noch die Tamron-Objektive dazukommen. Genau, und wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem, wo haben wir es? Ja, mit dem 70-200, das habe ich getestet. Genau. Das ist eine Riesennummer. Ne? So, wenn man allein die beiden Sachen miteinander vergleicht, wie schön kompakt das ist. Ja. Ich meine, es sind 20 Millimeter weniger, aber guckt euch mal die Kompaktheit an im Vergleich dazu, auch vom Gewicht her. Und es ist beides mal Offenblende 2.8. Also das ist schon preislich die Hälfte, ne? Also das ist schon eine echte Überlegung. Hat natürlich nicht die gleiche Vergütung, nicht das gleiche schöne, cremige Bouquet. Aber die Frage ist halt auch da immer, wie groß ist der Unterschied? Ne? Also wie viel macht es wirklich aus, dass es den doppelten Preis rechtfertigt, dass es vielleicht das doppelte Gewicht rechtfertigt und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist schon ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was da draußen ist. Das 70-200 ist natürlich genial stabilisiert. Das muss man noch dazu sagen. Stimmt, also das ist nicht stabilisiert, ne? Ja. Das ist mal zusätzlich stabilisiert, richtig? VR, genau. Hat keine Stabi drin, ja, okay. Mhm. Und das ist in einer Art stabilisiert, also mind-blowing. Ne? Mhm. Kann man sich ich traue mich gar nicht, so lange Verschlusszeiten auszuwählen, wie ich mit dem Objektiv dann fotografieren konnte. Also ich habe dann nachher in dem Test, den ich gemacht habe, habe ich quasi einen Fehlschuss genommen, der scharf war und war völlig entsetzt, mit welcher Verschlusszeit das entstanden ist, im positiven Sinne entsetzt. Mhm. Ne? Habe ich sozusagen außerhalb meiner Vorstellungskraft. Das habe ich gar nicht getestet sozusagen. Ne? Also mega.
Ja, dann kam letztes Jahr noch das schöne Planar-Objektiv raus, von dem wir ja auf dem DARS auch sehr angetan waren. Ja. Ist natürlich ähnlich wie das 85-1.2, ne? Preisbereich hier 3.000 Euro knapp, 2.8. Ja. Ist auch relativ groß. Nicht ganz so groß wie das 85-1.2, würde ich behaupten. Ja. Liegt auch gut an der Kamera an. Also es ist halt auch nicht wahnsinnig kopflastig. Es lässt sich auch gut tragen. Und ja, die Qualität ist Sahne, ne? Muss man wirklich sagen. Das ist halt wirklich Premium vom Premium. Ja. Also Bokeh wunderschön, Abbildungsleistung, Schärfe wunderschön. Da gibt es nichts dran auszusetzen, außer den Preis. Also ich sehe ja in Wirklichkeit ziemlich scheiße aus, aber als du mich mit dem Objektiv fotografiert hast, na, da habe ich mich sogar ein bisschen gemocht. Ja, siehste. Siehste. Oh Mann. Na, also das Objektiv ist wirklich, wäre meine erste Wahl. Und da bin ich ja immer so ein bisschen so drauf. Also dieses 85er-Look, das ist ja nun der Standard-Look. Das ist so das, was im Profi-Segment, Hochzeiten, Porträts, was die alle haben. Und hier hast du halt nochmal eine bisschen höhere Freistellung und eben nochmal ein bisschen höhere Kompression. Und ich sag mal so, ich würde mir, wenn das sich rechtfertigen ließe, das Planar holen, 135 und ein 35er 1.2, wenn das irgendwann kommt. Und ja, diesen Zwischenraum weglassen, um einfach wirklich so ein bisschen kreatives Potenzial zu haben, um das dann wirklich umzusetzen, was ich mir dann so vorstelle. Entweder mal ein bisschen näher rangehen oder ein bisschen weiter entfernt. Ja, hier einfach nochmal zum Vergleich, ne? Das 135er und das 85er sieht man schon, ist eine größere Kamera, aber es ist auch noch ein größeres Objektiv. Also das ist schon, das 85er ist schon noch eine andere Hausnummer als das Planar. Also es ist einfach ein geniales Objektiv, das Planar. Ja, absolut. Okay, ist genial, also wirklich. Ja. Und dann kam letztes Jahr noch das 600er 6.3 raus. Ein Schätzchen. Ja, wirklich. Also es ist natürlich auch, wenn man sich den Preis anguckt, jetzt weit entfernt von günstig, ne? Aber es ist qualitativ erste Sahne und es ist halt wirklich vom ganzen Handling, ne? Vom ganzen Schwerpunkt ist es halt wirklich super zu benutzen, zu bedienen. Ich weiß, mach mal einen Vergleich hier mit dem 100. Oh, haben wir's? Und das finde ich wieder spannend. Das ist wirklich, dazu muss man mit den Objektiven auch mal rausgehen, um das wirklich beurteilen zu können, was für ein wahnsinniger Vorteil das ist in der Praxis, dort ein leichtes Objektiv zu haben. Na, wenn du da nur mal sagst, oh, neues Objektiv, ich gehe mal in der Stadt und mach mal ein paar Close-up-Aufnahmen vom Reichstag, da kommst du gar nicht, kannst es gar nicht so beurteilen, wie wichtig diese Randfaktoren manchmal auch sind, jenseits der Abbildungsleistung und was das für ein Genuss ist, mit der Linse zu fotografieren. Ja, also ich meine, man sieht es hier natürlich einmal, wenn man es wirklich miteinander direkt vergleicht, es ist deutlich kompakter, aber es ist halt auch wirklich so, dass der Schwerpunkt eben hier liegt. Ja. Und eben nicht vorne. Das heißt, man kann es wirklich wunderbar handheld benutzen und die Abbildungsleistung ist halt noch mal eine Ecke besser, würde ich sagen. Ja. Aber ja, es gibt sich nicht viel. Das wäre wirklich Pixel-Peeping, dass man da einen Unterschied sieht. Aber es ist einfach, es macht einfach viel mehr Spaß. Das muss man einfach sagen. Als das 180-600. Ohne, dass ich das, wie gesagt, schlecht machen will, weil das ist ein super Objektiv. Es ist viel versatiler, ne? Man kann es in ganz anderen Brennweitenbereichen nutzen. Das geht halt hiermit nicht. Aber wenn man wirklich Sachen fotografiert, die grundsätzlich zu weit weg sind, Vögelfotografen, Wildlife-Fotografen, die wirklich irgendwie auf die Distanz fotografieren und so weiter. Also nach Afrika auf eine Safari würde ich es nicht mitnehmen.
Da kannst du nichts mit anfangen. Dann kommt ein Elefant, dann hast du, wenn du Glück hast, das Auge vom Elefanten drauf oder das Ohr. Ja. Wenn er dann neben deinem Jeep rauskommt, das ist dafür nicht zu gebrauchen. Aber wenn du halt wirklich sagst, du legst dich auf die Lauer, willst Vögel oder wie wir am DARS halt die das Wild, was halt weit entfernt ist oder so, mega gut. Mega. Nach Afrika würde ich zwei Kameras mitnehmen. An der einen Kamera das 24-120 und auf der anderen Kamera eventuell das 600, ne? Ja, würde ich fast nicht machen. Also ich würde fast sagen 24-120 und 100-400, bin ich ehrlich. Aber, schwer zu sagen. Bei dieser ganzen Brennweitenbereich dazwischen. Sollen wir mal wieder auf, ich schalte mal wieder auf Kamera, ne? Ja. Wir müssen mal den Stefan nach Afrika schicken, der soll das mal testen. Das in Afrika, genau. Das 100 bis 400. Ja. Plus Telekonverter, dann bist du ja auch bei 560. Also würde ich mal sagen, halte ich für sowas. Wenn man nicht genau weiß, was einen erwartet, halte ich das dann für sinnvoller. Oder halt vielleicht wirklich ein 180, 600er, wenn man im Endeffekt damit nicht rumlaufen muss, sondern irgendwie auflegen kann oder sowas auf irgendwelche Stative, Bohnensäcke oder was auch immer es da so gibt, wo man das ablegen kann. Ja, aber es ist einiges hier im Chat, glaube ich, passiert. Sollen wir da noch ein bisschen gucken? Jo. Also ich habe noch aus dem Augenwinkel vorhin gesehen, dass der Padawan morgen zu Foto Koch fährt. Ah. Hat er sich denn entschieden, was er da kauft? Padawan, bist du noch da? Der ist garantiert noch da. So, der Andi sagt, RAW hohe Effizienz wird auf iOS kein Vorschaubild angezeigt. Interessant. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Und wenn du nicht hohe Effizienz hast, sondern normal, wird es angezeigt, oder wie? Das, Ich habe generell das Problem, dass ich bei macOS die RAWs von der Z8 nicht angezeigt bekomme, aber das könnte natürlich auch daran liegen. Weil ich habe alles jetzt mittlerweile umgestellt auf hohe Effizienz, weil ich ehrlich gesagt die Qualität, die Unterschiede nicht sehe. Vielleicht bin ich auch zu blind, aber da habe ich halt viel weniger Daten. Aber das könnte man mal ausprobieren, definitiv. So, der Christian Hauswirt sagt 24-1.7 auf der ZFC, extrem geil. Ja, super. Okay, also die Sache mit der hohen Effizienz und Vorschaubild scheint ein Thema zu sein. Das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Danke für die Anregung. Christian fragt auch, wenn man Geld ausgeben könnte, das 85-1.2 oder lieber das Planar. Boah, da ich das 85-1.2 nicht kenne selber, aber behaupten würde, dass es qualitativ in der gleichen Liga spielt, ist es wirklich eine Geschmackssache, was für ein Brennweitenbereich und was du fotografierst. Also da würde ich nichts zu raten. Ich glaube, eins von beiden. Ist qualitativ völlig egal, würde ich behaupten. Ja. Der Bernd wünscht sich einen 600 PF mit eingebauten 1,4er Telekonverter. Ja, hätte ich auch nichts gegen. Ist auch nett. Aber ich glaube, das werden die schon ihren teuren Objektiven vorbehalten, dieses Tool. Das haben sie ja, glaube ich, bei zwei Objektiven. Ne? Bei dem 2,8er, 400-2,8 und bei dem 600er F4. Oder vertue ich mich da? Nee, ich genau. Bei den beiden ist der Telekonverter drin. Genau. Jeweils ein 1,4er, ne? Ja. Genau, weil sie auch genau wissen, dass der 2.0er nicht das liefert, was sie davon sich versprechen. Genau. David sagt, er hat sich das 180-600er mit der Z8 gekauft. Ja, Glückwunsch dazu. Sehr cool.
Die Z8 ist ja auch so im Preis gefallen, ne? Boah. Ehrlich? Das ist, habe ich gar nicht verfolgt. Das schmerzt. Das schmerzt. Die kriegst du teilweise für 3.500 oder 3.600 Euro. Mit Deals und solchen Sachen. Überleg, die kam im Mai für 4.6 raus. Jetzt kostet die fast einen Tausender weniger. Das finde ich schon, also nicht regulär, aber zumindest so mit Aktionen und Deals finde ich das schon, finde ich das schon hart. Innerhalb von noch nicht mal einem Jahr. Ja. So, der Robert fragt oder sagt, Markus, wie wäre es, wenn wir versuchen würden, einen Talk mit Oliver zu machen, ohne das Wort Nikon zu benutzen, nennen und gebrauchen? Ist das ironisch? Ist das ernst gemeint? Wenn es ernst gemeint ist, dann würde ich dir empfehlen, schau doch mal den Titel von dem oder den Thumb von dem Talk. Denn es ist ein Nikon-Talk. Das ist ja Bestandteil dieses Kanals und unserer Zusammenkunft. Nicht ausschließlich, aber es geht ja zum großen Punkt hier um Nikon-Technik, Nikon-Kameras, Nikon-Objektive. Ich würde da ja eher eine Wette mit Nikon draus machen und für jedes Mal, wenn wir das Wort Nikon in den Mund nehmen, schmeißt Nikon ein Sparschwein 5 Euro. Mm. Dann können wir jetzt hier zumachen und uns absetzen. So, der Mattes sagt, welches Objektiv für Z-Mount Brennweite 100 bis 600 ist am günstigsten, könnt ihr empfehlen? Ja, ganz klar das 180 bis 600 von Nikon oder eben das Tamron 150-500. Würde ich jetzt einfach sagen, ne? Ja, ich qualitativ würde das... sicherlich das Nikon, aber preislich das Tamron. Oder kostet das Tamron kostet so 1,5, ne, glaube ich. Ja, das aber tue ich mich da jetzt. Das macht, finde ich, das Kraut nicht fett. Also okay, da würde ich sagen, da bin ich ja immer so ganz hemdsärmlich. Also wenn es an den 400-500 Euro, würde ich Ratenzahlung machen. Aber das ist einfach das Gewicht und die Größe. Also das Tamron, ich habe es jetzt leider nicht da, aber das Tamron ist halt einfach geil, weil es so klein ist. Mhm. Und das ist auch natürlich so ein Pump-Zoom. Und das Nikon ist halt groß und starr. Das wäre für mich der Unterschied da. Oder ja, dann die Stabilisierung. Also ich tendiere ganz stark zu dem Nikon-Objektiv, weil das hat natürlich auch nochmal im Objektiv einen Bildstabilisator drin. Das ist schon nochmal ein ganz entscheidender Vorteil. Ja, würde ich unterstreichen. Stefan sagt 24, 120 und 100 bis 400. Wird in Afrika. In Kenia im Sommer wird er in Kenia im Sommer berichten. Ja, macht das gerne. Da sind wir sehr gespannt, ob das so. Also ich würde auch sagen, das ist die ideale Kombination für eine Safari. Und ich würde das 180 bis 600 nehmen. Oder so, ja. Klar, das kannst du auch machen, genau. Ja. Aber ich würde nicht mit einer Festbrennweite darum hantieren. Aber das ist Geschmackssache. Also auf alle Fälle würde ich nicht das 600er nehmen. 4 PF. 600er 6.3. Wenn das so eine super lichtstarke Festbrennweite ist, das 400er 2.8 oder das 600er 4. Wenn das in meinem Besitz wäre, dann würde ich vielleicht noch mal überlegen. Hm. Ja, das stimmt. Also 400er 2.8 das auch mit. Das ist wahrscheinlich mit so, dem 1,5-fach Telekonverter umschaltbar, könnte ich mir schon ziemlich geil vorstellen. So, Andreas und Christian sind noch unstrittig, ob 85 oder 135. Was denn mit dem 105 dazwischen? Wie wäre es damit?
Das 105-1-4, ne? Ist das, glaube ich. F-Objektiv, ja. Gibt es das nicht als. Nee, stimmt, das Z ist ein 2,8er, ne? Das ja. 105-2,8er, ja, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dann. Ein F würde ich da nicht in der Klasse mehr kaufen. Sei denn, man kriegt es wirklich sehr günstig. Mhm. Ja, ich mach das, klärt das unter euch, weil ich kann das nicht, ich kann da nicht raten zu. Ich glaube, beide sind einfach geil. So, jetzt kommt eine Frage an uns vom Christian. Ich würde mich über das Tamron 1770-28 als Nikon-Objektiv für DX freuen. Ein gutes Allround-Objektiv für meine ZFC. Ob wir da eine Info haben? Nee, also ich habe da keine Info. Ich wüsste auch nicht, dass Tamron irgendwas an DX plant. Ich meine, die machen ja FX-Objektive. Zumindest in Absprache mit Nikon. Ich glaube aber, dass es in der Tat, also bei Fuji, ne, ist es, glaube ich, so ein Go-To-Objektiv. Das ist so ein 24-120 in für Fuji halt sozusagen umgerechnet. Und ich glaube, dass das wirklich sehr gut ist mit dem, was man machen kann, dass man gut damit einen guten Look hat, dass man halt mit 2,8 auf APS-C zumindest mehr hat als mit diesen Standardobjektiven. Also ich glaube, das wäre in der Tat wahrscheinlich schon für Z-Mount eine coole Geschichte. Ich glaube, das würde so eine Z50-2, die ja vielleicht irgendwann mal kommt, oder eine wie sie auch mal heißen könnte, eine D500er als Z-Mount, würde das auf jeden Fall aufwerten. Ja. Ich muss noch mal hier das noch mal, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich korrekt genug ausgedrückt habe. Zum 150 bis 500 von Tamron. Das hat einen Bildstabilisator, aber der ist nicht so gut wie der Bildstabilisator vom Nikon 180 bis 600. Genau. Das haben wir ja festgestellt. Ja. Am DAS mit unseren Testfotos. Dass es doch deutlich wabbeliger war und nicht so stabil einfach war. Ja. Und ich glaube, aber ich weiß es nicht, meine Vermutung wäre, dass eben mit Z8 und Z9 gibt es ja nochmal einen sehr hybriden Bildstabilisator, nämlich Kombination Sensorstabilisierung und Objektivstabilisierung. Und das wirkt super zusammen und da ist Nikon wirklich ganz weit vorne und das funktioniert sehr gut. Und ich würde sagen, das schafft Tamron noch nicht. Vielleicht kommt da mal ein Firmware-Update, sodass Tamron dann auch diesen hybriden Autofokus realisiert und dass das Objektiv dann nochmal einen Sprung macht. Aber im Moment würde ich sagen, ist das nicht absehbar. Hm. Aber was die Aufrufzahlen anbelangt, ist dieses Tamron-Objektiv auch sehr weit vorne. Also es gibt offensichtlich ein sehr großes Interesse am Markt, im Markt, an diesem Tamron-Objektiv. Ja, das wundert mich nicht. Es würde auch, ich glaube, wenn Sigma in die Pötte kommen würde und würde ihre Art-Linsen für Z-Mount adaptieren, würde das auch richtig gut laufen. Das würde, glaube ich, die Leute ordentlich abholen, weil ich glaube, 2.000 oder 2.500 oder 3.000 Euro für ein 50-1.2 oder 85-1.2 oder sowas, das legen die wenigsten Leute hin. Aber ein Tausender für einen 85-1.4 von Sigma, von dem man weiß, dass es gut ist, glaube ich, wird gekauft. Ja. Bin ich mir sicher. Ja. Das wird gut weggehen. Gut weggehen. Und vielleicht kommt da ja was, also wenn Nikon wächst, ich glaube gerade auch bei den Fremdherstellern sind das natürlich Entscheidungen, wo die schauen, ob das noch wirtschaftlich ist. Und da sind sie halt als erstes bei Sony, weil die einfach die größte Marktgröße haben. Da lohnt es sich am ehesten. Ja. Und wenn Nikon jetzt doch ein bisschen aufholt und wächst, dann wird das auch immer interessanter, dort entsprechende Linsen zur Verfügung zu stellen. Und wir sehen ja schon, was es aus China gibt. Ne?
Also aus China, Yongnu. Da werde ich jetzt bald eine Linse bekommen von Yongnu und die testen. Und eben das Wildrock 27 mm jetzt, wo die auch eben für Nikon richtig Gas geben. Mhm. Du hast das 75er getestet. Jo. Top. Top Objektiv. Ja. Aber halt APS-C, ne? Ja, also ja. Also wenn Yongnu, sag ich schon, wenn Wildrock diese Qualität mal auf Vollformat bringt, mit einer ähnlichen Lichtstärke, dann glaube ich, wird das Ding auch richtig durch die Decke gehen. Da bin ich mir auch sicher. Ja. Definitiv. So, der Armin sagt, wenn Festbrennweite, dann 400er 4.5. 400er 4.5. Was ja, habe ich ja, kann ich bestätigen, aber 4045, jo, ja klar, habe ich auch getestet. Ich war jetzt gerade durcheinander, weil es gibt ja ein 600er F4. Ne, das 400er 4.5 ist auch eins von diesen super gut ausbalancierten, qualitativ hochwertigen Objektiven, also auch absolut top. Definitiv. Aber auch nicht billig, ne? Also kostet auch so um die 3.000 Euro. Ja. Ja. Wie da aktuell der Preis ist, müssen wir mal schauen. Ich guck mal eben. Ja, 2,8 sehe ich hier gerade. Genau. Vielleicht damit irgendwie ein Cashbacks oder sowas. Kriegst du mal für 2,6, 2,7. Aber sowas in dem Dreh. So, da kriegst du halt das 100 bis 400, da kriegst du ein bisschen runter und hast halt wieder mehr Möglichkeiten. Aber ja, das ist genau wie das 600er 6.3, ähnlich gut benutzbar, ähnlich gut von der Qualität. Absolut. Ja, also 2,8 ist natürlich schon ein super Preis, ne? Für das also 2800, Objektiv. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Das stimmt. Oder halt das 400er 2.8, ne? Das ist halt... Da preist dich gerade? 12 weiß nicht, oder was? 14 oder so. Ja, 15. Hui, das war doch mal günstiger. Gab es das nicht mal für 12 oder 13? 15.000 Euro. Hui. Das wird nur noch vom 600er F4 überboten, ne? Ja, boah, das ist echt hochgegangen. Brutal. Na, das kann Nikon nehmen, weil mit dem eingebauten Telekonverter, das gibt es ja am Markt sonst so nicht. Hm. Ja, 16.999 ist so der Standardpreis für das 600er F4, ja. Also gar nicht mehr so viel mehr. Aber es sind Preise, das ist schon, da wird es einem schon schwindelig, ne? Ja. Und es so. Geht auch ohne. Also es geht auch gut es ohne. Es geht ohne, ja. Ja. So, der Mattes holt sich am Samstag bei Fotokoch ein Z5-Kit mit 24-200. Später mal die Z6-3, ja, warum nicht? Willst du, hast du vor zu filmen oder willst du nur fotografieren? Das wäre vielleicht noch eine Sache, wo ich dir vielleicht von der Z5 abraten würde, wenn du filmen willst. Wenn du nur fotografierst, wobei der Autofokus ist auch nicht der allerbeste, ne? Das musst du bedenken, wenn du damit Wildlife machen willst. Mit der Z6-2? Nee, mit der Z5. Ah, Z5, ja. Mhm. Bildqualität, gut. Also genau wie Z6, Z6-2, Autofokus ist halt nicht auf dem Niveau. Ja. 24-200er bin ich auch mal, also möchte ich auch mal testen. Es soll ja vielleicht ein 28-400er rauskommen. Ist, glaube ich, ja noch so ein bisschen im Gerücht. Wenn das irgendwann mal rauskommt, also wirklich, dann würde ich mal das testen im Vergleich mit dem 24-200er und meinem 24-120.
So als die maximalen Reise-Zoom-Objektive. Da wäre ich mal gespannt drauf, wo man wirklich die Unterschiede sieht und wo man sagen kann, ist egal. Gerade wenn man auf Blende 8 bis 11 unterwegs ist, ne? Wie man so als Landschafts- und Reisefotograf ja öfters mal ist. Also Stativ ist dann Pflicht, würde ich sagen. Ja. Weiß ich nicht. Also zum Rumlaufen, nö. 1/200 Blende 8 ist doch so ein Standardding, wenn du draußen am Tag unterwegs bist. Das kriegst du doch hin. Dann gehst du mit dem ISO ein bisschen hoch, dann hast du auch, nö, das würde ich sagen, es geht schon. Ich bin ja nicht tagsüber unterwegs dann, ne? Ich bin ja dann gut. Schon in den Abendstunden, Morgenstunden. Ja, ich dachte so, als der klassische Reiseobjektiv, was man halt, man läuft am Mittag durch eine Stadt irgendwo, vielleicht in Griechenland oder keine Ahnung wo. Ja. Das sind ja nicht die Leute, die dann morgens zum Sonnenaufgang nur fotografieren und nur zum Sonnenuntergang. Dann hat man auch andere Anforderungen, würde ich behaupten. Ja. Aber der Stefan schreibt gerade, er hat das 24-200 und finde es für die Reise super. Ja, also ich muss mir das mal angucken, aber in Ruhe. So, Christian Hauswirt sagt, früher gab es ein 1680-28 bis F4, genau. Ja, für DX, ich erinnere mich. Die Frage ist, wie gut das war, das weiß ich jetzt nicht. Er sagt, super, okay. Auch nach heutigem Maßstab noch, weil die Ansprüche sind ja auch gestiegen. Aber da könnte von Nikon in der Tat noch ein bisschen mehr kommen oder halt auch von Fremdherstellern. Ja, es ist auch eine Frage natürlich, gibt es die Absätze? Ja. Das ist generell dazu die Frage, muss Nikon, ne? Also aus meiner Sicht die DX-Kamera rausbringen mit Bildstabilisator. Und ich sag mal, eine nächste Generation jetzt dieser APS-C-Kameras mit einer guten Stabilisierung, einem verbesserten Autofokus, dann würde ich sagen, gibt es da auch wieder Nachfrageschub. Weil da lohnt es sich dann durchaus auch ins APS-C-Segment einzusteigen. Ja, APS-C ist halt generell immer so ein bisschen so eine Problematik, ne? Ich glaube, da müsste im Marketing generell noch ein bisschen vermehrt klar gemacht werden, dass man damit genauso gute Fotos machen kann im Prinzip wie mit Vollformat. Weil ich habe immer so den Eindruck, dass viele Leute sagen, ja, wenn, dann mache ich auch direkt Vollformat. Wenn ich mir schon eine Kamera kaufe, dann muss es halt auch der große Bolide sein. Bin heute auch nochmal gefragt worden per Direktnachricht, was ich empfehlen könnte. Da habe ich gesagt, ich würde jetzt aktuell mal mit einer Z50 einsteigen, wenn man halt noch nie eine Kamera außerhalb des Handys hatte, würde ich mit einer Z50 in ein Kit-Objektiv einsteigen. Das kriegst du gebraucht für 500-600 €. Und da kann man schon mal eine ganze Menge gute Sachen mitmachen. Da muss es nicht direkt eine Z6-2 mit 24-120 für dann zusammen 3.000 € sein, weil den Bildern siehst du halt den Sprung nicht an. Ne? Du siehst halt wirklich den Unterschied von 600 zu 3.000 €, den siehst du nicht im Faktor 5. Aber das ist immer so ein Irrglaube. Gut, da sind wir natürlich auch ein bisschen mit dran schuld, indem wir halt diese Hightech-Ausrüstung selber nutzen und sagen, oh geil, die Z8 brauche ich, Z9 brauche ich. Ist ja eigentlich alles so ein bisschen auch übertrieben, ne? Wenn man ganz ehrlich ist. Brauchen tut man das alles nicht. Aber wir wollen es natürlich gerne haben. Wir wollen es ausreizen und testen. Aber es ist immer schwierig, aus unserer Position zu sagen, ihr da draußen, ihr braucht sowas alles nicht. Ja. Das klingt immer so von oben herab. So ist es aber gar nicht gemeint. Es ist eher, weil wir es eigentlich übertreiben, wenn man mal so ganz selbstkritisch ist. Eigentlich übertreiben wir es in manchen Dingen. Mhm. Sehe ich so zumindest. Kannst du gerne anders sehen. Also ich bin auch dafür, bloß nicht so viel Geld ausgeben und insbesondere auch uns nicht als Maßstab zu nehmen.
Ich frage mich gerade, ob nicht eine Z6-1, was die quasi kostet. Das Dilemma, was ich halt einfach sehe, das ist, dass der Fotomarkt halt ganz stark geschrumpft ist und dass es schwer ist für die Kamerahersteller nochmal aufzudifferenzieren, eigene Produktreihen im APS-C-Bereich sehr ausdifferenziert von Einsteiger bis Profi plus vom Einsteiger bis Profi im Vollformatbereich. Und so ein bisschen wie der Trend sich entwickelt, machen die Hersteller, Nikon APS-C, um auch Menschen den Einstieg zu erleichtern in das System. Aber eigentlich teilt sich der Markt so auf Fuji APS-C und der Rest in dem Vollformatsegment, weil die Marktgröße so stark sich verringert hat. Und so ein bisschen schon. Ja. Weil auch Fuji natürlich wirklich mit Supermarketing und einfach auch mit Emotionen spielt und die Leute direkt abholt. Und das hat Nikon ja mit der ZFC versucht. Das hat ja so ganz gut geklappt, aber nicht so richtig, weil sie eben natürlich auch die anderen Möglichkeiten haben. Aber ich finde, Canon macht das aktuell oder Canon macht das aktuell ganz gut mit ihren mit ihrer R10, ihrer R50 und R100. Wo sie ja wirklich für 499 Euro eine qualitativ hochwertige, gute, also vom Sensor, von der Bildqualität, eine hochwertige Kamera haben. Für 500 Euro mit dem Kippobjektiv in neu. Das finde ich ist schon eine Ansage. Die ist so ein bisschen außen vor im Marketing, habe ich das Gefühl. Die taucht nicht so oft auf, aber das ist so eine typische, die kaufe ich mal im Mediamarkt-Kamera. Die kann mehr als mein Handy. Und weil 500 Euro für eine neue Kamera inklusive Objektiv, die dann auch noch gute Bilder macht, das war ja früher bei Canon so, da brauchte man ja schon ein bisschen was Größeres, ne, sag ich mal. Das machen die eigentlich ganz gut, finde ich persönlich. Aber was haben die denn eigentlich für APS-C-Objektive, Canon? Wenig, das stimmt wohl. Und das aber ist die haben halt dieses Einsteiger. Aber dieses Einsteiger-Ding, ne? Genau, das ist aus meiner Sicht ist das immer so ein bisschen Bauernfängerei, ne? Das ist für die Marke, ein gutes Einstiegsangebot zu machen, aber dann bist du eigentlich ein Rohrkrepierer, ne? Dann geht's nicht weiter. Und bei Canon ist es natürlich noch viel krasser, weil da gibt's ja noch nicht mal Fremdhersteller. Das ist ja bei Nikon gibt's ja tolle Linsen von Sigma, von Wildrox, also da gibt es ja im APS-C-Bereich wirklich was, aber bei Canon ist das halt schon kritisch. Ja? Und das ist so ein bisschen, wo ich sagen würde, da würde ich versuchen, eine Grundsatzentscheidung zu treffen, also bei dem Einstieg, wenn es zum Beispiel darum geht, der Wechsel vom Smartphone in eine größere Kamera. Da würde ich, an der Stelle entscheidet sich das für mich fast schon Vollformat oder APS-C und dann würde ich das auch entsprechend die Marke auswählen. Und dann hast du nämlich bei, lass mich den Satz noch sagen, dann hast du bei Fuji nämlich eine 40 Megapixel sensorstabilisierte, da hast du sozusagen eine Perspektive und kannst dann plus dich weiterentwickeln. Plus die ganzen Dritthersteller. Ja. Die ganzen super Fuji-Objektive, die natürlich auch teuer sind. Ja. Aber noch die ganzen Dritthersteller und so weiter, alle liefern für den Mount. Ne, die haben das schon alles richtig gemacht. Da hast du bei Canon hast du definitiv recht. Aber sie adressieren natürlich den Einsteigermarkt, was Nikon halt nicht tut. Also eine Z50, die ist ja jetzt, und Z30 ist ja für Vlogger. Ohne Sucher ist es für einen Fotografen, finde ich, auch so semi-toll. Z50 ist halt schon lange auf dem Markt, ist dafür noch relativ teuer, also zumindest listenpreismäßig. Trotzdem ist, würde ich sagen, die bessere Kamera als eine Canon R100, vermute ich jetzt mal. Aber auf dem Papier kriegst du die Canon oder Canon, ich muss mich da immer noch dran gewöhnen, kriegst du die für 499 und für 499 kriegst du keine Z50. Und schon gar nicht mit Objektiv. So. Ich schaue jetzt gerade mal, was eine Z6-1 kostet.
Neu oder gebraucht? Neu. Was schätzt du, was eine Z6 kostet? 1200 Euro. Das Problem ist, die ist gar nicht mehr lieferbar. Hm. Und die gibt es gebraucht, gibt es die als B-Ware. Also das ist ja, 700 Euro, 800 Euro gebraucht, im guten Zustand gebraucht, 800 Euro eine Z6. Hm. Aber du brauchst da halt dann wieder relativ teure Vollformatobjektive für. Das musst du halt bedenken. Also es bleibt halt nicht bei der Kamera. Du musst dann Objektive kaufen, die kosten dann doch eine ganze Menge Kohle. Ja. Mhm. Ich würde das auch raten. Ich würde auch sagen, damit einzusteigen. Aber du bist halt trotzdem, du bist halt auch bei 1500 Euro und dann hast du eine Kamera und ein Objektiv gebraucht. Und du bist nicht bei 499 neu. Ja. Das meine ich halt. Ich verstehe das ja. Ja, aber ich weiß nicht, wie der Einstieg in Fuji und so weiter, also ja. Der ist auch nicht billiger. Der Frank, sehe ich gerade, Frank Kolacik, sagt, es fehlen die Einsteigerkameras wie D3400 und 5600. Ja, ganz genau. Die hat Canon draußen mit der R100 und der R50, aber Nikon hat genau diese Dinger nicht draußen. Ja. Und irgendjemand sagte das auch gerade in einem, wer war das denn? Irgendjemand sagte gerade, dass er den Eindruck hat, dass Nikon eher für die Profis oder Ambitionierten, genau, der Martin Bertges sagt, ich werde den Eindruck nicht los, dass Nikon sich eher den Profis und Enthusiasten zuwendet und das Einstiegssegment eher vernachlässigt, ja. Sehe ich genauso. Ja. Die Frage ist halt auch da, wie wichtig ist das Einstiegssegment, weil wir ja Handykameras haben, die gut sind. Also wie relevant ist es wirklich? Wie hoch ist dann bei den Leuten der Wunsch zu sagen, ich kaufe was Richtiges, eine richtige Kamera? Und wie viel Geld bin ich bereit auszugeben? Weil ich würde sagen, diese ganzen Canon EOS 350, 400, 450, 500 bis hin zu 700D, die haben sich verkauft wie sonst was über die ganzen Jahre. Das waren immer diese Einstiegskameras, die wurden immer ein bisschen besser. Es gab immer die gleichen schrottigen Objektive dafür. Dann gab es irgendwann ein bisschen bessere Objektive von Drittherstellern. Aber das war, überall waren diese Kameras. Und gefühlt hatte die auch jeder. Also auch so in meinem Bekanntenkreis haben Leute die gekauft. Ja, haben wir irgendwo noch. Es wurde dann gekauft, weil wir wollen bessere Fotos machen. Ja. Und das ist irgendwie, gefühlt ist es heute nicht mehr. Ich bin natürlich jetzt oder auch in einer anderen Perspektive, dass ich es vielleicht anders sehe als damals. Also ich will das gar nicht so allgemeingültig betrachten. Das ist nur so mein Empfinden so ein bisschen. Also wenn ich mir halt die Nikon-Strategie angucke, die dann natürlich unter dem Druck des massiv geschrumpften Marktes entstanden ist, dann ist es halt einfach, dass sie nicht weit ausdifferenzieren wollen. Und auch nicht mehr können, weil es einfach nicht dann die Produktionsstückzahlen mehr gibt. Und ja, und deswegen glaube ich, ist das ein bisschen schwierig zu sagen, ja, früher gab es das, der Markt hat sich halbiert oder so. Das ist total dramatisch eigentlich. Wir können eigentlich total froh sein aus meiner Sicht, dass das überhaupt noch so funktioniert und dass es irgendwie noch 3-4 große Player gibt auf dem Markt. Aber deswegen werden die alle so ihr Segment suchen. Und da ist auch klar, Nikon ist das versucht zu adressieren, versucht seine Nische bei den ambitionierten Fotografinnen und Fotografen und im professionellen Segment zu suchen. Ich glaube, im professionellen Segment verdient Nikon nicht wirklich was, aber das stützt die Marke, das ist gut für die Markenpositionierung und deswegen wird das Segment somit bedient. Aber ich glaube, Geld verdienen tut Nikon mit der breiten Masse der ambitionierten Fotografierenden, die sich eine Z8 und eine Z9 oder jetzt dann vielleicht eine Z6 III oder eine ZF kaufen. Ja. Und richtig verdienen wird
Nikon sowieso nur beim Objektivkauf. Also ich glaube, die, die Gewinne, die werden eigentlich durch den Objektivkauf gemacht. Das denke ich auch. Gut, so eine Z8 wird schon gut Geld gemacht haben. Weil da wird nicht so viel Entwicklungskosten drin gewesen sein. Klar, die mussten einen anderen Body designen, aber im Prinzip war die Kamera ausentwickelt von der Z9. Da haben sie es relativ einfach gemacht, in einen anderen Body reingepackt und dann einfach abkassiert, weil das Ding hat sich ja gut verkauft. Das war, wenn man böse ist, eine Zweitverwertung nochmal der Z9. Das war schon ein kluger Schachzug finanziell, würde ich behaupten. Und aber absolut, ja, Objektive absolut definitiv. Perfekt und in Ordnung, weil eben die Absatzzahlen nicht mehr die sind, die es mal waren. Ne? Deswegen wird die Z6 III auch im Endeffekt das gleiche Ding wie die ZF sein. Ja. Nur in einem anderen Gehäuse. Zwei Kameras, eine Entwicklung, fertig aus. Bisschen was in der Software vielleicht anders, aber im Wesentlichen würde ich sagen, wird die ZF den Weg gewiesen haben, auch zur Z6 III. Ja. So, der Armin sagt, Vogtländer gibt es jetzt auch für Canon. Ja, okay. Das ist, die haben ja auch keinen Fokus. Also klar, dann kann man das machen. Genau. Weil die sozusagen ja diese Patentstreitigkeiten, die sind an der elektronischen Schnittstelle entlang. Da gibt es quasi den Beef. Das Beef. Weiß ich nicht. Der Beef? Der ich Beef. Weiß es auch nicht. Den Beef. Der Mathis sagt immer, er hatte die Canon R50 und R100 in der Hand, würde ich niemals kaufen, Spielzeug. Ja, glaube ich dir gerne. War ja bei der Canon 1000D auch so, ne, oder 2000D, oder wie die hießen, diese ganz günstigen Einsteiger-Dinger. War bei der Nikon D3300 oder 400 auch im Endeffekt. Das war auch einfachstes Material. Dennoch ist da ein guter Sensor drin. Das heißt, im Endeffekt kriegst du da verdammt gute Fotos bei raus. Das will ich damit sagen. Mhm. Du zahlst dann im Endeffekt hinterher für teure Kameras bei gleicher Bildqualität. Aber du hast dann natürlich eine bessere Verarbeitung, schöneres Handling, besseren Sucher und sowas alles. Aber das wird der Einsteiger erstmal so gar nicht checken, würde ich behaupten. Der sieht, oh ja, 4,99, top, kaufe ich. Ja. Deswegen ist das nicht zu vernachlässigen. Ja, Stefan Kämpchen sagt Z6 II 1650 neu. Ja, ich würde auch sagen, Z6 II ist aktuell sicherlich eine der besten Deals, die man kameratechnisch machen kann. Vielleicht kriegt man die sogar mit ein bisschen. Ich meine, ich glaube, der Uwe hatte sich die gekauft. Ich meine, der hätte sogar noch ein bisschen weniger bezahlt. Ich glaube, es gab die mal unter 1500 Euro. Und das ist schon gut. Es gab auch die Sony A74, glaube ich, für 1600 oder 1700 Euro mal irgendwann in einer dieser Aktionen. Ich glaube, mehr Kamera fürs Geld kriegst du da nicht. Ich würde sagen, bis April warten und eine gebrauchte Z6 II kaufen, glücklich sein. Hm. Dann sagt The Hanky Tanky, ich habe mir die Z50 geholt, um eine ähnliche Bedingung zu Z6 II zu haben. Bin vom Lager Klappdisplay, komme mit dem schwenkbaren Display nicht klar. Deswegen. Verstehe so die Logik jetzt nicht ganz dahinter. Du hast die Z50 gekauft, weil sie ein Klappdisplay hat, wie die Z6 II. Ist das richtig? So, Jörg sagt, Nikon fehlt ein Gegenstück zur D500. Exakt, genau. Das würde ich auch so sehen. Das sehen, glaube ich, viele Leute so. Das ist so ein bisschen wie mit der Z8, die das Gegenstück ja für viele zur D850 ist. Das wird auch jetzt kommen. Also da bin ich mir relativ sicher. Das wird dieses Jahr kommen. Eine Z, wie könnte sie heißen? Wollen wir mal spekulieren. Z30, Z50, Z70 vielleicht. Oder Z10. Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube nicht, dass die dieses Jahr kommt. Warum nicht? Zwei Kameras dieses Jahr? Ich würde sagen, Nikon hat das Pulver jetzt erstmal verschossen
Und ich glaube, der Entwicklungsaufwand von einer Z8 zu einer ZF und einer Z6-3, der ist wesentlich geringer als der Entwicklungsaufwand hin zu einer Z70 oder Z60. Z90 sagt gerade jemand im Chat, ja, könnte auch Z90 heißen, ja. Wobei, naja, du musst doch eigentlich nur den Autofokus aus der Z8 nehmen mit einem Sensor der Z50. Mhm. Dann packst du doch vielleicht einen Stabilisator da rein und fertig ist die Lauge. Also viel mehr musst du doch gar nicht machen. Der Sensor ist doch gut. Also klar, wenn einige sagen, wieder 21 Megapixel reichen nicht, ja, gut. Ich glaube halt, dass du um das Potenzial auszuschöpfen, brauchst du einen wesentlich schnelleren Sensor, damit der Autofokus funktioniert, damit du diese Autofokus-Performance hast. Verstehe. Und deswegen, glaube ich, müssen die da einen neuen Schritt gehen. Und diese Sensorintegration ist aus meiner Sicht was relativ Aufwendiges. Plus natürlich die ganzen Rechenalgorithmen bei dem kleineren Sensor mit weniger Autofokuspunkte ist, glaube ich, auch ein etwas größerer Anpassungsaufwand als, der ist schon groß gewesen, der Schritt auch zur Z8, zur ZF und Z6-2, der ist auch schon groß gewesen, der Schritt, aber ich glaube, der APS-C-Schritt, der DX-Schritt ist noch mal größer. Aber ich... Die Frage ist halt, wie schnell muss ein 21-Megapixel-Sensor ausgelesen werden, wenn du da einen neuen Bildprozessor reinpackst, ob das nicht ausreichend ist. Ja, ob das wirklich da noch so relevant ist. Ja. Das wäre die Frage. Aber ja. Ja, bleibt spannend auf jeden Fall. Hängt, glaube ich, auch ein bisschen davon ab, wann die jetzt wirklich kommt, die Z6-2, und wie lang dann sozusagen noch Zeit ist, um da neu zu entwickeln. Ja, der Andreas Potz sagt gerade, ich würde die Z80 nennen, 24 Megapixel mit IBIS und Z8-Technik. Ja, das würde dann wirklich bedeuten, dass ein neuer Sensor entwickelt werden müsste. Bei einem 24-Megapixel-Sensor für APS-C wüsste ich gar nicht, dass es den gibt, oder? Gibt es den? Ich glaube, die D500 hatte auch 21 Megapixel. Ja, ja. Aber ich glaube, eine der alten hatte, dass die D7500, eine hatte, meine ich, 24 Megapixel, eine von diesen älteren Sachen. Aber das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Du brauchst ja jetzt schon einen neuen Sensor, wirklich. Gerade durch Autofokus. Und wenn die Z80 heißt, dann, glaube ich, bräuchten wir auch irgendwas jenseits von 24 Megapixeln, dann müssten wir da auch wirklich auch in ein anderes Segment einsteigen, preislich. Und da muss, glaube ich, da wird auch nochmal geschaut auf die Auflösung. Da wäre schon cool, irgendwie so eine 30 noch was Auflösung zu haben. Oder sogar in 30, Bereich 36 in 40. Megapixel vielleicht sowas. Ja, würde ich auch behaupten. Ja. Und ob es den Markt wirklich gibt und ob die Kamera sich deutlich günstiger produzieren lässt als die jetzt schon günstige Z8, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht die Frage. Und ob die dann den Markt findet, und ich glaube, dieses APS-C-Segment, ich glaube, reine Spekulation, wir sind live, wir dürfen spekulieren, ich glaube, dieses DX-Segment, das ist ein reines Einsteigersegment, das dient der Brückenbildung, um überhaupt den Einstieg in die Marke ein bisschen leicht zu machen. Aber es wird eigentlich stiefmütterlich behandelt, weil wenn du eine Z80 hättest, dann bräuchtest du eigentlich auch professionellere DX-Objektive. Und angesichts des kleinen Marktes wird das, glaube ich, schwierig sein, die wirtschaftlich zu produzieren. Würde ich dir zum Teil zustimmen, aber nicht komplett, weil, wie gesagt, die D500 war ja schon so ein Semi-Profi-Dingen. Die war preislich ja schon ganz woanders als alle anderen APS-C-Kameras. Und die hatte schon Autofokus, der halt auf dem Vollformat-Level war.
Und die wurde ja auch von Tierfotografen, von Sportfotografen, wurde die ja wirklich gerne genutzt. Aber da deswegen war ein anderer Markt. Zur Zeit der D500 waren die Absätze, der gesamte Kameramarkt. Und damals war Sony noch klein. Ne? Und der gesamte Kameramarkt hat sich, ist implodiert regelrecht. Ja? Damals war eine andere Marktsituation. Ja. Plus mehr Anbieter, plus Sony auch in dem Marktsegment, die den größten Marktanteil haben. Und das ist der Punkt. Und schauen wir uns selbst Sony an. Selbst Sony sind nicht die, die ihr APS-C-Segment jetzt irgendwie super entwickeln. Immer noch besser als die anderen, aber auch nicht, dass da sozusagen irgendwie eine Nische ist für den professionellen Bereich. Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. So, jetzt gibt es ein bisschen Spekulation zum Preis von der Z6 III. Irgendwo hieß was, sagt jemand, 2200 bis 2300 Euro. 2,2 bis 2,4. Glaube ich, würde es ein bisschen drüber liegen. Ich würde tippen auf 2,499 oder 2,599 als Einführungspreis, wäre meine Vermutung für die Z6 III. Ich glaube, 2,2 wird die nicht, das wäre zu günstig. Die wird eventuell. Der Martin Bredke sagt auch gerade, er sagt sogar 2,699. Könnte durchaus sein. Und ja, in einem halben Jahr sicherlich 300 Euro billiger. Definitiv. Ja. Das, so würde es sein, leider. So. Dann gibt es das Thema Global Shutter für eine potenzielle Z9 II. Ja. Ich muss sagen, ich finde dieses Global Shutter, haben wir glaube ich schon mal darüber gesprochen, ich finde das ein bisschen overhyped. Ja. Zumal man müsste erstmal ein Global Shutter für eine 46 Megapixel bei der Z9. Ja. Ne? Und Z8. Müsste man erstmal Global Shutter damit hinkriegen. Und die wird so schnell ausgelesen mit dem Stacked-Sensor, dass da eigentlich gar keine Notwendigkeit für ist. Also ich sehe keine Notwendigkeit bei der Z8 oder Z9, dass das schneller ausgelesen wird. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Klar, man kann immer noch alles verbessern, aber weiß ich nicht, dass nötig ist. Also aus meiner Sicht ist der eigentliche Effekt oder der eigentliche Nutzen vom Global Shutter, den hast du nur beim Blitzen. Ja? Mhm. Und natürlich ein paar, die super hohe Serienbildgeschwindigkeiten haben wollen, von mir aus. Ich glaube, dass es in der Praxis gar nicht so den Bedarf gibt dafür. Und natürlich hat Global Shutter einfach beim Blitzen ist das super genial. Kannst bis hin eine hohe Verschlusszeit blitzen, Outdoor blitzen und kannst da halt tolle Freistellungen machen. Und, ja, das stimmt. Wo du immer bei den anderen Kameras immer irgendwie mit diesem High-Speed-Sync tricksen musst und irgendwie nervt das. Ja. Aber dafür ist die Auflösung zu gering. Ne? Die Frage ist halt generell auch, wie hoch ist dieser Markt noch des Outdoor-Blitzens? Also ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen, das war mal vor 10 Jahren. Ja. War das mal der Shit? Ja. Mit Porties und wie sie alle hießen. Aber irgendwie ist das gefühlt auch alles sehr, sehr stark zurückgegangen. Available Light ist irgendwie viel mehr gefragt und dadurch, dass die Sensoren ja auch viel besser sind, rauschärmer und so weiter, der Autofokus besser ist, glaube ich, ist der Markt des Outdoor-Blitzens definitiv zurückgegangen, deutlich zurückgegangen. Ja. So, der Robert sagt Alpha 6000 mit 1650er Kit für 8,99. Finde ich sauteuer. Vor allem, wenn man überlegt, wie schlecht dieses 1650er Objektiv ist. Und die A6000 ist ja nun auch eine gute Kamera, aber halt auch seit 10 Jahren auf dem Markt. Also
würde ich auch durchaus empfehlen, die Kamera für Einsteiger, aber halt nicht für 8,99. Ne? Also mit dem Kit maximal 500 Euro würde ich sagen, gut. Aber eine Z50 mit dem Kit 1650 von Nikon ist der A6000 mit ihrem Kit sowas von überlegen in allen Bereichen, außer in der Auflösung. Aber in Autofokus, in Bildqualität, in Schärfe, in Sensor, in allem. Mir geht das sehr durch den Kopf, diese APS-C und Vollformat-Frage. Und also ich würde in der heutigen Zeit, wo man super Möglichkeiten hat mit dem Smartphone, gute Fotos machen kann. Und ich würde, wer diesen Schritt gehen möchte und wer da ein bisschen mehr machen möchte, der würde ich die Zähne zusammenbeißen und würde dann gleich ins Vollformat einsteigen. Und wenn es nichts ist, dann kannst du auch eine Vollformatkamera eigentlich ganz gut wieder verkaufen. Und der Zwischenschritt, weil ich glaube, auch in unserer Community gibt es viele, die sind im Vollformat unterwegs und die kaufen sich, so wie ich auch, eine APS-C-Kamera als Zweitkamera. Und das macht eventuell Sinn. Aber wenn du einsteigst und dann vielleicht noch die wirklichen APS-C-Objektive hast, da gibt's ja, außer du hast dir vielleicht das 40-2.0 oder das 28-2.8 gekauft. Aber ansonsten bist du ja dann wieder in deinem System gefangen. Und runter geht's halt viel leichter mal. Also eine APS-C-Kamera als Zweitkamera ist ganz easy. Aber im Prinzip bist du da in dem System dann wieder gefangen. Und das wäre zumindest etwas, was ich empfehle, dringend zu bedenken. Nochmal wirklich in sich zu gehen. Ja. Ich sehe, du neigst den Kopf, du bist ein bisschen anderer Meinung. Ja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Mhm. Also es gibt halt, es ist immer so ein schwieriges, oder wie soll ich sagen, ein schwieriges Formulierungsdings. Ich sehe halt dann doch sehr viele Fotos immer wieder in Gruppen und so weiter von Leuten, die mit Z8 Fotos machen, wo ich mich frage, warum haben die überhaupt eine Z8 gekauft? Weil die Fotos, die machen, kannst du genauso mit dem Handy machen. Und dann denke ich mir doch, warum, also ich meine, jeder soll das machen, wenn er das Geld hinlegen will, aber warum 5.000 Euro mit dem Objektiv auf den Tisch legen, wenn man diese Fotos mit dem Handy machen kann, dann würde ich doch sagen, kauf doch erstmal für 500 Euro was APS-C und lern mal die Kamera anders zu nutzen als dein Handy. So, aber das ist halt schwierig, das so zu sagen, weil man da ganz schnell so als arrogant oder was auch immer abgestempelt werden könnte, was ich damit gar nicht sein möchte oder glaube ich auch eigentlich nicht bin. Ich will nur sagen, ich bin eigentlich ein Freund davon, dass man mit der Technik wächst, dass man irgendwann die Technik aus der Technik rauswächst und dann den nächsten Schritt geht und nicht, dass man sagt, auf die Theke, ich habe noch nie eine Kamera benutzt, ich habe ein Handy, gib mal das Beste, was du hast, hier zahle ich Geld und so. Da bin ich einfach, weiß ich nicht, so bin ich halt nicht gestrickt. Mhm. Weil nicht alle gehen diesen Weg, den du dir da vorstellst, im Sinne von, was man alles damit machen kann. Das sind sicherlich einige, aber viele auch nicht. So. Ich finde ja deine Replik fast als Zustimmung, weil du nämlich nochmal das Handy ins Spiel gebracht hast. Ne? Und also ich will da gar nicht nochmal gegen angehen. Ich würde einfach nochmal die dritte Option aufmachen. Die dritte Option ist, sich im Einstieg eine gebrauchte Ausrüstung zu kaufen. Das würde ich sowieso ganz dringend empfehlen. Und sich da gut beraten zu lassen und eine gebrauchte Technik zu kaufen. Ja, genau. Und ich habe mich ja entschieden, obwohl ich meine 500 Kommentare unter dem letzten Video
Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, bessere Fotos mit nur 3 Tipps, kommentiert bitte mal unter dem Video. Braucht es nur kurz angucken und macht einen Punkt in die Tastatur, alles schick. Aber ich habe mich entschlossen, obwohl ich die 500 Kommentare wahrscheinlich nicht zusammenbekomme, das nochmal wirklich auszudifferenzieren. Diese 3 Ebenen, fotografische Basics, Belichtungsdreieck, Bildentwicklung und kreatives Arbeiten. Und auf diesen 3 Säulen sozusagen einen kleinen Fotokurs zu entwickeln, der mal so entschlackt ist von diesem ganzen komplizierten Zeug und der sich wirklich nur auf den Kern stürzt, auf die wichtigen Dinge, um da mal schnell einzusteigen und schnell voranzukommen. Kleiner Spoiler. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Bin ich gespannt drauf. Dürfte auf jeden Fall sicherlich einen Mehrwert bieten. Also, dann hast du ja gut mit deinem Video. Aber ich möchte das dann bitte auch in dem Raw Enthusiast Hoodie sehen. Wenn dann, wenn schon, denn schon, Markus. Okay. Also Hoodie sage ich zu, ja? Hoodie sagst du zu. Ja, okay. Hoodie sage ich zu. Hoodie, ein Hoodie. Na? Sehr gut. Leider gab es noch nicht so zu dem Hoodie, also irgendwie das Hemd wäre als Merch-Artikel also wesentlich erfolgreicher als der Hoodie. Mhm. Das stimmt. ich habe hier gerade noch eine vom Robert noch die oder den Kommentar gesehen. Lumix Micro Four Thirds günstig und kompakt und machen fantastische Fotos für Anfänger und sogar für Profis. Ja. Würde ich dir definitiv zustimmen. Also MFT ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe eine Sache, weswegen ich dann, also zum einen bin ich jetzt kein versierter MFT-Nutzer, aber, und das wäre vielleicht das einzige Aber, was ich da sagen würde, du bist halt, wenn du MFT machst, bist du in dem System gefangen. Bei Canon, bei Nikon, bei Sony kannst du halt Vollformat-Objektive danach kaufen. Du kannst langsam Übergang machen zu Vollformat, wenn du das irgendwann machen willst. Du kannst, wie Markus und ich das machen, eine APS-C-Kamera nachkaufen, dann die Objektive dafür nutzen. Du kannst durchwechseln und so weiter. Natürlich nicht auf dem gleichen Level, weil du halt immer irgendwas verlierst. Sei es Lichtstärke, sei es Bokeh oder was auch immer. Oder Brennweite oder gewinnst. Aber du hast die Möglichkeit. Du hast ein System, wo du halt nach oben und nach unten so ein bisschen wechseln kannst. Und wenn du in MFT einsteigst, dann bleibst du auch in MFT. Da geht halt dann kein Weg raus. Wenn du dann irgendwann das Gefühl hast, ich habe jetzt, es gibt ja bei MFT auch richtig gute Wildlife-Objektive, aber wenn du dann das Gefühl hast, boah, jetzt würde ich aber doch gerne richtig stark in Wildlife noch mehr einsteigen und ich hätte gerne was, was mehr freistellt, was eben nicht so aussieht, sondern was halt wirklich mehr Bokeh, mehr Unschärfe und sowas hat, dann musst du halt ein zweites System nebenbei aufbauen. Kannst du natürlich machen. Finde ich persönlich nicht optimal. Also ich bin ein Freund davon, in einem System zu bleiben, weil ich es kenne, weil ich halt mit 2 Systemen parallel gearbeitet habe eine ganze Zeit lang. Und es war halt nicht von Vorteil. So, das ist einfach nur mein Aber zur MFT. Qualitativ, Fokus, Objektive, gibt es tolle Sachen da, gar keine Frage. Das ist ja ganz witzig. Ich habe ja meinen ersten, als ich noch mit analog unterwegs war und digitale Kameras kamen und voller Skepsis, habe ich sozusagen, um auch preislich erstmal niedrig zu bleiben, habe ich mir eine Olympus Micro Four Thirds Kamera gekauft, mal so testweise. Mhm. Und hier, also ich bin auch mit Micro Four Thirds unterwegs, parallel, ja, einfach so, finde ich so ganz witzig, dass ich durchaus auch ein Fable habe für Micro Four Thirds, weil es einfach so, ohne dir in einem Punkt zu widersprechen, das ist wirklich das Problem, was du da benannt hast. Das Geile an Micro Four Thirds ist halt so, wenn schon, denn schon. Also wenn du da willst, sind die wirklich klein und du hast sozusagen, spielst da nochmal so richtig die ganzen Vorteile des kleineren Sensors aus. Ja.
Definitiv. Und der Robert sagt gerade, bei Fuji bist du ebenfalls gefangen. Ja, bist du auch. Ja. Kann ich so unterschreiben. Deswegen würde ich persönlich, ohne mir den Ärger von Fuji-Fans einheimsen zu wollen, würde ich persönlich auch mir keine Fuji holen. Auch wenn ich die Kameras schick finde und die auch schon benutzt habe und da Spaß mit habe. Aber genau aus dem Grund, weil für meinen Einsatzzweck hätte ich dann wieder zwei Systeme. So. Ja, ja. Ja. Das muss einem einfach nur bewusst sein. Das heißt ja nicht, dass man es nicht machen soll. Das muss einem einfach nur bewusst sein. Der Umstiegspfad wäre ja auch aus meiner Sicht, der spannende Aufstiegspfad, der wäre von einer APS-C-Kamera hin zu einer hochauflösenden Vollformatkamera. Weil mit einer Z7, mit einer Z8 kannst du ja sehr, sehr gut die APS-C-Objektive weiterverwenden und kannst diesen Aufstieg relativ moderat gestalten. Weil du die hohe Auflösung hast und hast dann immer noch eine sehr, sehr gute Auflösung mit deinen APS-C-Objektiven. Und also das finde ich einen wichtigen Hinweis, den du da gibst. Der ist wirklich, das ist diese Sackgasse in den Reihen Micro Four Thirds und APS-C-Bajonett-Systemen. Ja. Mhm. Bei der Z8 und Z7 hast du ja noch 19 Megapixel. Das ist, ja gar nicht mehr so ein Unterschied zu den 21. Ja. Insofern, ich hatte das ja auch überlegt, hier Wildtox-Objektive zu kaufen und dieses 75 1.2. Aber ja, habe ich da nicht gemacht. Aber klar, kann man sehr, sehr gut nutzen. Ja. Ja. Ja, was steht bei dir so in Zukunft an, Oliver? Aktuell gibt es ja schon, sag ich mal, Appetizer, sehr, sehr interessante Appetizer auf deinem Kanal. Genau, aktuell gibt es die USA-Reihe, die geht jetzt auch weiter, nächste, übernächste Woche. Dann sitze ich parallel am Schnitt vom USA-Film, wo ich noch nicht genau weiß, wann er kommt, ob der direkt im Anschluss kommt. Das hängt so ein bisschen, im Moment bin ich ein bisschen ausgelastet zeitlich. Zu Ostern. Aber irgendwie so. Nee, sie wollte den, wäre wahrscheinlich clever, den dann rauszubringen, aber ich würde den schon gerne früher rausbringen. Okay. Parallel arbeite ich auch noch an einem Bildband USA, der auch dann wahrscheinlich parallel raus oder fertig sein wird, oder zumindest vorbestellbar sein wird. Ja, an sowas bastel ich gerade herum. Also USA ist erstmal wird aufgearbeitet. Dann wird sicherlich noch ein Infovideo geben, so ein bisschen zu der Routenplanung, Dinge, die man beachten muss, Camping, sowas halt alles, genau. Das wird mich noch bis Mitte, Ende Februar, würde ich sagen, wird meinen Kanal nach USA beschäftigen. Und danach bin ich noch so ein bisschen offen, was dann passiert. Mhm. Mal gucken. Ja, da werden wir uns ja vielleicht auch noch mal sprechen. Ja. Dazwischen. Gerne. So, dass wir da so ein bisschen dann berichten können, was da kommt. Genau, sollte natürlich irgendwie Nikon uns noch eine Z6-3 zuschicken. Hallo Nikon, schickt uns mal bitte eine Z6-3 zu, das ist der Hinweis. Werden wir natürlich da auch irgendwie, also wenn da auch was kommt, werden wir sicherlich auch Reviews, Hands-on oder was auch immer machen. Aber wie gesagt, können wir ganz offen drüber sprechen, haben wir aktuell nichts in der Hand und auch noch nichts zugesagt oder sonst irgendwas, leider Gottes. Ich habe mich heute extra noch mal ins Solarium gelegt, damit das nicht so auffällt, dass ich nicht in Fuerteventura war oder Lanzarote. Genau, Lanzarote, ne? Ist es, glaube ich. Lanzarote. Ne? Ja, was ist bei dir auf der Agenda, YouTube-technisch zumindest? Ich werde so ein bisschen mal, ich habe sogar schon überlegt, einen eigenen Kanal aufzumachen und den Hoodie-Content, den auf meinem eigenen Kanal zu machen, aber ich werde es nicht machen. Ich habe einfach nicht die Power und die Zeit dafür, da jetzt auch nochmal einen eigenen Kanal aufzumachen. Aber ich glaube, ich habe viel Spaß daran, nochmal so diese Basics aus meiner Sicht zu vermitteln und so ein bisschen entschlackt von der ganzen Komplexität, was durchaus für mich auch herausfordernd ist, die Komplexität mal wegzulassen und mal nur auf das Wichtigste zu konzentrieren
und eben diese drei Bereiche, die die digitale Fotografie ausmacht, zu präsentieren. Ich habe wahnsinnig viel in der Schublade, auch abgedrehten Content, der einfach an dem Schnittaufwand hängt. Aber ich glaube, das macht mir im Moment so am meisten Spaß. Und da hätte ich Bock drauf. Spannend. Also mal abseits der Technik ein bisschen philosophischer vom Inhalt her, wenn man das so sagt. Philosophischer ist jetzt übertrieben gesagt, aber ein bisschen theoretischer. Nee, mir fehlt das richtige Wort dafür. Aber ich nehme das völlig, das berührt mich sozusagen in dem, was ich eigentlich auch so in mir habe an Leidenschaft, nämlich genau diesen kreativen Teil und diesen kreativen Teil weg von, da kriege ich ja absolut Pickel, wenn ich diese Drittelregel, goldener Schnitt, was einfach unseriös ist, weil es wissenschaftlich nicht fundiert ist oder sogar wissenschaftlich widerlegt ist. Und diese Videos, die tun mir weh, die angucken zu müssen. Und deswegen ist das natürlich die größte Leidenschaft, sozusagen den neuen, das so Mind-Opening im Bereich der kreativen Fotografie, da nochmal neue Ansätze zu vermitteln. Das ist meine Leidenschaft im Moment. Ja. Finde ich gut und ist auch vor allem ein guter Kontrast zur Technik. Und ich stelle mich da, weil du sagst, es ist sozusagen eine Philosophie, ich stelle mich auch der Diskussion, da gibt es auch nicht den Anspruch, sondern das ist nur ein Angebot, das auszuprobieren. Das ist keine absolute, der Weg für jeden, sondern das ist nur ein Angebot. Ja. Bin ich gespannt, bin ich wirklich sehr gespannt, was da kommt. Ja. Lässt sich sicherlich auch verzüglich drüber und drunter vor allen Dingen diskutieren. Ja, ja. Das ist immer das Schöne an diesen Videos, dass man da in den Kommentaren in die Tasten hauen kann. Weil was soll man bei einem Review immer so toll kommentieren? Das ist so, ja, tolles Objektiv. Ja, ich habe das auch. Ja, ich finde das aber besser als du. Ich habe aber das, ja. Ist natürlich schön, aber es ist halt so nüchtern. Und diese Diskussionsthemen, die zum Diskutieren anregen, die machen ja auch mal ein bisschen Spaß, finde ich. Gerade wenn es ein bisschen provokanter wird. Ja, und ich hoffe halt auf deswegen werde ich auch noch mal ein Video machen, wie der YouTube-Algorithmus funktioniert, damit unsere Community manchmal uns versteht, wenn wir dort auch so ein bisschen merkwürdig agieren. Wie zum Beispiel ich mit meinem Aufruf, das nächste Video kommt erst, wenn ihr 500 Kommentare geschrieben habt. Ich gehe ja mit dem Video jetzt schon in Richtung 1000 Aufrufe, was eigentlich ja wirklich kein Problem sein sollte. Aber fällt offensichtlich doch vielen schwer. Aber auch solche Themen und auch viele Menschen wieder ranzuführen an die Fotografie, ist, glaube ich, in unser aller Interesse, weil wenn der Markt wächst, gibt es mehr Angebote, die Preise sinken und so weiter. Und deswegen hoffe ich da auch so ein bisschen auf die Unterstützung meiner Community, obwohl die ja eher zu den ambitionierteren Fotografinnen und Fotografen gehört. Aber vielleicht supporten sie ja so ein Format und reflektieren auch nochmal so das eigene Gelernte, die ausgetretenen Pfade und schauen die Videos vielleicht trotzdem. Ja, da kann ich nichts hinzufügen, Markus. Und was noch in der Schublade liegt, also es ist schon vorbereitet und geskriptet, das ist ein Video, lohnt es sich noch 2024 in die digitale Fotografie einzusteigen? Ne? Weil ich glaube, es gibt noch einige, die eigentlich früher mal fotografiert haben, aber die digitale Fotografie hat sich jetzt so schnell weiterentwickelt, dass es eine relativ große Hürde ist, da umzusteigen. Und sozusagen mit dieser Basic-Serie, wichtige Dinge, die man beim Fotografieren beachten muss, so als Brücken, als Handhalten, als Angebot, vielleicht auch noch die letzten, wo die Kamera im Schrank liegt, die aber eigentlich sagen, ach,
Lust hätte ich ja nochmal, aber was das jetzt so mit dem Digitalen ist, das weiß ich alles gar nicht. Mhm. Und auch dort so eine Brücke zu bauen und die Hand zu reichen, das ist so, wird vielleicht auch nochmal kommen. So, jetzt habe ich mir aber viel Raum genommen hier in unserem... Ah, das war der Werbeblock. Ja. Du hast meine Redezeit mitgenutzt. Sorry. Problem. Ja. Alles gut. Ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen oder zu erzählen. Ich würde sagen, wir haben uns genug verlustiert heute. Ja. Haben, glaube ich, genug Sachen zum Diskutieren angeregt. Und wir machen ja auf der Schiene auch wieder weiter. Wenn dann auch mal wieder ein bisschen mehr Inhalt von Nikon zum Beispiel kommt, also mehr zum Diskutieren kommt, spätestens dann sind wir wieder am Start, ne? Würde ich sagen. Ja, ich glaube aber, das war heute ein sehr ergiebiger Livestream. Ja, habe ich auch den Eindruck, so gerade wenn ich mir den Chat angucke, was da auch untereinander diskutiert wird, das finde ich auch sehr cool, dass sich gegenseitig aufeinander eingegangen wird, gegenseitig zugestimmt, widersprochen wird, finde ich auch sehr spannend. Also muss man auch nicht, müssen ja nicht mal alles mit dem Chat auf alles aufgreifen, so, mein Gott, es ist spät, sondern auch, wenn wir sehen, dass die Leute miteinander gut Sachen schon bereden, ist das auch perfekt. Ich meine, dafür ist ja sowas auch da, so ein Austausch. Und ich kann nur sagen, ich bin absolut begeistert, was unter meinen Videos und wahrscheinlich auch bei deinen Videos, was es da für Kommentare gibt und wie viel Sachkunde und wie viel ergänzende Dinge gibt. Und ich bin da das immer froh, wenn wir auch eine Plattform schaffen für einen weiteren Austausch. Genau. Ich kann jeden auch nur animieren, da ein bisschen mal in den Kommentaren mal zu gucken, was da so steht. Genau. Wir machen ja auch keinen Frontalunterricht. Sondern wir haben ja Bock darauf, auch von euch zu lernen. Also ich meine, nur weil wir hier so einen Kanal haben, unseren Livestream haben, sind wir nicht irgendwie allwissend. Ne? Das sollte vielleicht nochmal klar sein. Also wir sind genauso Fotografen wie ihr da draußen auch. Wir machen genauso Fehler wie ihr da draußen auch. Wir lernen genauso wie ihr da draußen auch. Also wir können alle nur voneinander profitieren, finde ich immer. Ja. So sehe ich das. Das war ein schönes Schlusswort, Oliver. Okay, gut, dann machen wir das so. Der Stefan bedankt sich für den unterhaltsamen Abend. Das freut mich oder freut uns. Mhm. Wir bedanken uns auch bei euch fürs freundliche Dabeisein und Mitmachen und für den guten Austausch im Chat und auch die gute Stimmung im Chat, muss ich sagen. Auch die gute, ich kann es gar nicht genau in Worte fassen, aber einfach ein guter Ton, guter Umgang, guter Inhalt, gefällt mir. Finde ich super. Kann so weitergehen. Ja, das macht mir Mut für 2024. Genau. Okay. Dann würde ich sagen. Sagen wir tschüss. Tschüss. Cool, dass ihr dabei wart und in nächster Zeit auf gleicher Welle. Ich mache einen Abspann. Ciao, ciao. Jo, okay. Tschö.